Pünktlich zur Ausgangssperre. Keine Sorge, geht gleich los mit unserem Chip Tuning Raw. Wir haben diesmal nur so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen gehabt, weswegen ich dachte, ich muss hier mal noch ein erklärendes Vorwort zur Sendung machen. Wie ihr in der Sendung sehen werdet, ist uns zwar aufgefallen, dass die Katzen an den Greenscreens randalieren, was mir allerdings trotz Kontrollmonitoren nicht aufgefallen ist, wahrscheinlich weil wir so ins Gespräch vertieft waren, dass es teilweise zu erheblichen Bildstörungen kam. Das habe ich dann erst in der Nachbetrachtung gesehen. Da war der Kai schon wieder auf dem Heimweg. Ausgangssperre, der hat ja auch eine gewisse Strecke zu überbrücken. Und es ist ja auch so, dass man so eine Sendung, die so lang ist, dann nicht unbedingt eins zu eins nochmal wiederholen kann. Meine Idee war dann eigentlich, komm, wir machen einen Podcast draus. Kai fand das aber nicht so gut, meinte, nee, lass mal lieber Bilder machen. Also habe ich gesagt, okay, ich guck mal, was ich draus machen kann. Hab dann in der Nachbetrachtung auch festgestellt, dass ich teilweise aus meiner Erinnerung heraus irgendwie manchmal so ein bisschen die Zeitachse verloren habe, dass manches auch dann irgendwie aus den 90ern war. Und hier und da hatte ich auch nicht mehr so die ganz konkreten Leistungsdaten auf dem Schirm. Da, wo ich es konnte, habe ich es mit Einblendtexten nachgereicht. Bei dem 124er Turbo zum Beispiel konnte ich weder bei uns im Archiv noch irgendwie im Internet irgendwas zu dem Auto finden. Ich meine aber, das können keine 250 PS gewesen sein, das können damals nur so eher 170 PS oder so gewesen sein. Also seid nicht so ganz scharfrichterlich. Ich habe über die lange Zeit auch wirklich vieles vergessen und das sind dann manchmal auch nur noch so circa Erinnerungen. Auf alle Fälle bin ich auch nochmal in unser Archiv gedappt und habe da mal alte Kisten aufgemacht, wo seit 30 Jahren auch keiner mehr reingeguckt hat. Da habe ich auch noch das ein oder andere an Material gefunden, nur leider hat ja damals so die Sachen auch nicht fotografiert, weil wer hätte gedacht, dass irgendein Auto von damals irgendwie mal 30 Jahre später interessant sein könnte. Also habe ich so ein bisschen was an Polaroids gefunden. Die waren teilweise in ganz schlechtem Zustand, dass man nichts mehr erkennen konnte. Und teilweise in schlechtem Zustand, da habe ich sie dann verwendet. Scanner hatte ich jetzt auch nicht, also habe ich einfach mal die Polaroids abfotografiert, um wenigstens so ein bisschen zu untermauern, wovon ich hier rede. An der Stelle ist mir auch aufgefallen, dass wir noch einiges am Archiv haben, an alten Büchern, wo auch wieder Bildmaterial drin ist von unseren Autos, Rennwagen und so weiter. Müssten wir mal gucken. Vielleicht kann man da dann doch nochmal eine Sendung draus machen, wenn das, was wir jetzt heute gemacht haben, in irgendeiner Form interessant ist, dass ihr sagt, naja gut, da wollen wir noch ein bisschen mehr von hören. Also auf alle Fälle habe ich jetzt versucht, da wo ich es konnte, das Ganze noch ein bisschen mit zeitgenössischen Bildern zu untermalen. Und da, wo ich mich offensichtlich nicht mehr korrekt erinnern konnte, das Ganze nochmal mit Einblendtexten irgendwie zu konkretisieren. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß dabei. Dann geht's auch schon los mit dem aktuellen Chiptuning-Raw. Chiptuning-Raw 67, back again. Kanzlerkandidaten sind jetzt bekannt. Wir Yeah, freuen uns. ich freue mich. Ja, wieso müssen wir eigentlich mal mit dem Schlechten anfangen? Ich verstehe es Ja. gar nicht, gell? Irgendwie fällt mir das nur Freuen wir ein. uns doch lieber über die Ausgangssperre. Ja, finde ich auch Ich gut. habe mir übrigens auch überlegt, die Veröffentlichung machen wir um Samstag um 22 Uhr diesmal, weil um 22 Uhr wird das Virus aktiv Ja. und dann dürfen ja unsere Zuseher nicht mehr raus, Aber nicht weil für Jogger und Fahrradfahrer. ja, Für und die für nicht. Abgeordnete auch nicht, Auch nicht, ja. ja. Und damit die dann nicht sich der Gefahr aussetzen, vielleicht das Fenster aufmachen oder mal in den Vorgarten gehen, Ja. machen wir einfach die Sendung um 22 Uhr. Genau. Also Das ist Primetime quasi, wir ne? retten quasi damit die Gesundheit unserer Zuseher. So sind wir, So ne? sind wir. Gönnerhaft. Ja. Und wir müssen auch darauf hinweisen, dass das dann nicht live ist, nicht, dass noch jemand denkt, wir hätten gegen die Maßnahmen verstoßen. Genau, ja. Dass wir Ja? uns irgendwie, keine Und Ahnung. ich war, weißt du, es fällt mir mittlerweile schwer. Ich bin es ja gewöhnt, dass ich abends um 23 Uhr mal rausgehe und eine Gattenpiss. Ja. Wer nicht? Wer nicht? Muss ich beibehalten. Ja, eben, muss ja irgendwie gedüngt werden alles, ne? Ja, Auch Mann, noch. Mann, Mann. 67. 67. Ja. Wir werden alt. Ja, sowieso, Ja. sowieso. Was ich auch nochmal grundsätzlich sagen wollte für unsere Zuseher, weil es kommen ja auch per E-Mail, manchmal auch in Kommentaren, immer wieder so Fragen, was weiß ich, Tuningbox gegen Kennfeld, Leistungsmessungs-App, Garantie, was weiß ich, was ist besser, Kennfeld und hier und da. Und also dieses
diese üblichen Fragen, die haben wir hier in diesem Format wirklich abgearbeitet. Mehrfach teilweise, ja. Und ich habe mir sogar den Spaß gemacht und habe mir die alten Folgen nochmal zum Teil wieder angeguckt. Im Speziellen auch die am Anfang, wo wir uns wirklich nur um Tuning und technische Dinge so gekümmert haben. Da muss ich wirklich sagen, eigentlich ist dem nichts hinzuzufügen. Ja? Nee, bis das, heute ist, hat sich ja nichts verändert. Das haben wir erschöpfend erarbeitet und es würde nichts besser werden, wenn wir uns jetzt hinsetzen und machen nochmal wieder eine Sendung Tuningbox gegen Kenfeld. Ja. Was ist besser? Vorteile, Nachteile? Dazu ist alles gesagt. Ja? Und wir haben ja diese Playlist in YouTube und mittlerweile auch jeder, der fragt, dem schicke ich dann maximal noch einen Link, weil ich kann tatsächlich sagen, wenn ich mir die alten Sachen wieder angucke, kann ich noch dazu stehen, da muss ich nichts revidieren, ist so, wie wir es gesagt haben, dem Thema ist nichts hinzuzufügen und es sind bis jetzt auch keine Autos dazugekommen, wo man die 102 Oktan in irgendeiner Form revidieren müsste oder was auch immer. Also ich sag mal so, das Format hat sich hier gewandelt. Das ist jetzt, sage ich mal, ein Hobby-Freizeit-Talk von uns. Ja? Wir verkaufen hier eigentlich weder was, noch müssen wir irgendwelche Tuning-Basics vermitteln, warum auch. Ja? Und deswegen müssen die Zuseher auch verstehen, wir versuchen in diesen beschissenen Zeiten so ein bisschen zu entertainen, wie wir es halt können. Ja. Das mag einer gut finden und der andere sagt, was sind das für Arschlöcher, was soll die Scheiße? In unseren Möglichkeiten. Ja. Und wir müssen hier aber keine Tuning-Basics mehr verbreiten oder diskutieren. Wenn sich das Thema ergibt, natürlich kommen wir auch auf Autothemen, aber ansonsten ist es für uns eigentlich eine Entertainment-Veranstaltung, sage ich mal. Und da sollte jetzt keiner erwarten, dass wir hier noch Schwerpunkt Tuning uns permanent da einer abrödeln, weil die wichtigen Themen, die haben wir alle schon mal abgearbeitet und jetzt machen wir hier quasi Freizeit-Content für die Zuseher, die es mögen. Und für uns selber. Ich sehe gerade schon wieder aus dem Augenwinkel, die Katze bastelt schon wieder an unserem Studio. Ja. Ihr müsst wissen, wir haben hier so ein kleines Lichtproblem. Ja. Eigentlich haben wir zu viel Licht von draußen. Ja. Und wenn das auf diesen Greenscreen fällt, funktioniert das alles nicht mehr. Und die Katze rafft das natürlich nicht. Ne? Die will immer den Greenscreen abmontieren. George. Aber der ist schlau, ne? Der läuft nie vor der Kamera durch. Ja, ja. Die Leute denken sich wahrscheinlich, wir erzählen hier, die gibt's gar richtig, nicht. Richtig, wir wollen es interessant halten, ne? Ja, aber wie gesagt, zurück zum Thema. Die Tuning Basics, die haben wir alle erörtert und da müssen wir auch nicht in irgendeinen Wettkampf treten mit irgendwem und da nochmal wieder und so ist es und so ist es und eine Erwiderung und nochmal eine Erwiderung. Nee, wen diese Basics interessieren, der kann sich das nach wie vor angucken. Und wer hier unser Mischmasch-Format mag, und es sind ja auch 200-300 Leute mal. Das sind nicht so wenige. Ja. Ich muss auch sagen, wenn man sich die alten Folgen anguckt, die sind teilweise, jetzt wird hier schon Futter reingeworfen, aber es funktioniert. Ja. Jetzt hat das, super. Die sind auch echt gut. Also, weißt, normalerweise ist es ja so, wenn man so alte Sachen anguckt von früher, denkt man, oh, was hast du denn da gemacht oder so und keine Ahnung. Klar haben wir es jetzt, sagen wir mal, mit dem Studio schon erweitert, es sind ein paar Sachen dazugekommen. Ja, aber jetzt ist es wieder schlechter. Ich finde es gar nicht so schlecht. Die beste Studio-Konstellation, die war schon die, wo wir die Backsteinwand hinten dran hatten. Ja, das war schon was anderes, aber das finde ich hier auch gut. Ja. Mit den Bildern im Hintergrund, ne? Ist auch immer interessant, schöne Autos mal zu sehen und von daher... Nö, finde ich gut. Wie gesagt, die alten Sachen gefallen mir aber trotzdem. Also. Du, ich bin ein Fan von unseren alten Rohrs, ich muss es wirklich sagen. Und auch für diejenigen, die immer mal wieder nach den gestreikten Rohrs fragen, auch die gibt es immer noch als Podcast auf unserer Website. Mhm. Dann können sich die Leute anhören, warum eventuell die nicht mehr vorhanden sind und können sagen, zu Recht, wie konntet ihr? Ja. Oder sie können sagen, verstehe ich gar nicht, muss bei uns Zensur geben. War doch total lame oder so. Ja. Aber weißt du, wenn ich auch sehe, was einem teilweise ereifert hat, so in der Nachbetrachtung, wo man dann sagen muss, hätte man sich auch viel Atem sparen können, aber es ist halt, wie es ist. Weißt du halt vorher es nicht, ist ne? Immer, es ist immer eine Zeitreise und man muss irgendwie... Ach übrigens, wo ich mich auch wieder weggekeult habe, ich weiß nicht, kannst du dich noch an unser 400 oder E400 Video erinnern? Ja, klar. Da bist du irgendwie so am Auto und da sage ich, was machst du? Und du sagst danach irgendwie... Ach, mit der S1000 RR? Ja, und auf alle Fälle,
ich weiß nicht mehr, einer von uns beiden macht einen Spruch, also irgendwie so, kannst mich mal am Arsch lecken oder irgendwie so in der Richtung. Und auf alle Fälle, das Video ist jetzt ab 18 gestellt worden von YouTube. So da haben wir eine Mitteilung bekommen. Ja. Und zwar, weil wir da so quasi Sprache pflegen, die für Minderjährige nicht geeignet ist. Mhm. Ich habe mir das Video angeguckt, also ganz ehrlich. Wenn es halt so ist. Ne? Ja, wie geil, ja. Deswegen, aber ich glaube, ich habe es schon mal, mittlerweile haben wir so viele Sendungen gemacht. Liebe Leute, seht es mir nach, ich wiederhole mich manchmal, weil alte Mann kann sich nicht mehr erinnern. Also, ich habe auch bewusst die aktuellen Raws, seit wir ein paar Mal gestrikt wurden, nicht mehr monetarisiert, weil mir einfach die Gefahr zu groß ist, dass wir wegen Pillepalle, weil wir mal irgendwie ein Schimpfwort sagen oder so, dann gleich wieder rausfliegen. Von daher verzichte ich auf die Einnahmen lieber. Man muss auch sagen, bei den Aufrufzahlen, die wir haben, glaube ich, würden wir aus so einem Raw doch bestimmt so 50, 60 Cent. Vielleicht sogar einen Euro. Na, das wäre jetzt zu viel. Ja, auf alle Fälle. Rausquetschen. Gut, ich habe mir heute mal ein Zettelchen gemacht, weil ich mal so ein paar uralte Sachen mal aus der Mottenkiste holen wollte, weil ich da schon häufig mal gefragt wurde, früher in Kommentaren, auch hier und wieder in E-Mails, aber mit dem ersten Thema lasse ich dir den Vortritt. Lässt du mir den Vortritt, ja. Bin heute mal Gentleman wie Henry Maske. Ich habe den Witz genau, kennt auch keiner mehr. Den will auch keiner mehr boxen sehen. Ich fand ihn damals schon langweilig zu boxen, weil der immer so auf Punkte, aber Gentleman. Egal, ja, der Gentleman, genau. Egal, anderes Thema. Einen kleinen Aufreger, den wollte ich mal hier so bringen von einem Kumpel von mir. Der hatte so einen alten, oder hat so einen alten E46, 318i ist es, glaube ich, 98er Baujahr. Und da gab es jetzt so eine Rückrufaktion wegen Airbag, dass da irgendwas im Argen ist. Und der hatte dann das Auto zu einer BMW-Niederlassung. Hatte der schon zwei Airbags oder nur eins? Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also zwei auf jeden Fall. Aber ob der jetzt, zwei auf jeden Fall. Egal, auf jeden Fall ging es ja darum, dass die irgendwie getauscht werden müssten wohl, ja, wegen irgendwelchen sicherheitsrelevanten Sachen. Und dann ist er zur BMW-Niederlassung, ich sage jetzt auch nicht, welche Niederlassung. Und erstes Ärgernis war, das Auto musste er tatsächlich 2 Wochen stehen lassen, ja, weil die ihm erzählt haben, ja, da muss man erst mal was gucken und vielleicht müssen wir das ja auch gar nicht, also ungefähr habe ich es jetzt verstanden. Da war wahrscheinlich kein Mitarbeiter mehr da, der dieses Auto noch aus eigenem Erleben kennt, weißt du? Das könnte natürlich auch sein. Und ich meine, es gibt keinen Ersatzwagen dafür oder sowas, ist klar. Ja. Ich meine, du musst die Rückrufaktion machen, aber und hast dann 2 Wochen dein Auto nicht. Vielleicht bist du ja darauf angewiesen. Ja? In dem Fall war es zwar nicht so, aber das wissen die ja nicht. Das finde ich schon krass, dass sowas so lange dauert. Und das zweite Ärgernis war, dann nach 2 Wochen Anruf, ja, Auto ist fertig, können Sie abholen. Schlüssel geholt, auf den Hof gegangen, angemacht, Airbag-Lampe leuchtet. Wieder reingegangen, gesagt, ja, hört mal zu, Airbag-Lampe leuchtet, ja. Ja, wäre nicht im Umfang dabei, also das wäre nicht in der Arbeit mit dabei. Und als man dann gesagt hat, okay, aber sie haben doch was am Airbag gemacht, also verstehe ich nicht ganz. Ja, ich meine, er sagte dann auch, ich bin vom Fach, ja, also sie können doch kein Auto rausstellen, wo eine Lampe an ist. Das geht doch nicht, das ist eine Fachwerkstatt. Ja, man hat dann die Dame dann empfangen gesagt, doch, das wäre so, bla bla bla. Hat dann nochmal mit irgendwem Rücksprache gehalten, naja, das End vom Lied war, es hieß ja, wir gucken nochmal, wir müssen nochmal nachfragen. Aber heute nicht mehr, es war Freitagnachmittag, ist keiner mehr da. So. Okay, wieder von dann, ne? Natürlich Hals gehabt, am Montag wieder hin. Eigentlich im Prinzip das Gleiche. Ja, nee, kostet 100 Euro, Fehlerspeicher löschen. Ja, Auto halt wieder mitgenommen, weil wenn es nur um Fehlerspeicher löschen geht, kann man auch woanders billiger haben. Also fand ich schon krass, aber ich sag mal, In unserer Zeit war es ja nicht anders. Ne? Ich will nur sagen, R8. Vor allen Dingen, weißt du, ich muss auch sagen, wie fuschig arbeiten die. Ja. Also eigentlich muss da ja zum Schluss immer mal einer drüber gucken. So, und wie kann ich denn ein Auto zum Kunden rausgeben? Ich meine, unabhängig davon, dass es schon eine Unverschämtheit ist, dass der so lange gewartet hat. Ja. Aber wie kann ich denn ein Auto rausgeben, ohne mal zu checken, ist da eine Lampe an? Ja, und wenn die Lampe halt an ist und ich habe da dran geschraubt, ja, dann muss ich mich halt kümmern. Ja, also diese
Fachverblödung, nenne ich es mal. Ja. Dass nur A gemacht wird und B ist was anderes, brauchst einen neuen Auftrag und dafür müssen wir nach C gucken. Ja, das nervt einem wirklich zu Tode. Es ist einfach keiner mehr so wirklich am Werke, der das Gesamte überblickt, sondern es sind immer nur so abschnittsbevollmächtigte Vollidioten, habe ich das Gefühl. Ja. Das regt mich auch so auf. Die Katze. Das ist jetzt aber die andere Katze, oder? Ja, jetzt ist die zweite. Der Freddy, oh je. Oh weia. Wenn er so sitzen bleibt, ist ja alles gut. Ne? Freddy, nicht bewegen. Ja, er will sich sonnen. Ja, auf alle Fälle, da habe ich kein Verständnis dafür. Ja, aber kannst du dich noch an eine R8 erinnern, wo es dann hieß, ist keine Garantie. Das gruselig. Fahrzeug war Vollgarantie, aber das war keine Garantie, weil so, das passiert nur, wenn man auf der Rennstrecke fährt oder in irgendwelchen ultrasandigen Gegend wie Abu Dhabi oder keine Ahnung, in den Emiraten, dass so der Luftfilter so verstopft. Ne? Also das war schon hart. Ne? Ja, und vor allen Dingen, der hat auch irgendwie, hat er nicht 300-400 Euro gekostet, der Luftfilter? Über 600 hat die Arbeiten, glaube ich, gekostet daran. Ne? Aber war frisch aus der Inspektion und frisch Garantie. Ja, frisch hier 100 Punkte planen, was weiß ich, abgearbeitet. Ja. 5 Jahre Garantie. Ja, nix. Ne? Also selbst bei einem ultrateuren Sportwagen. Aber das ist generell, also ich lasse jetzt auch mittlerweile bei den Autos in der Sammlung lasse ich mittlerweile auch die Inspektionen verfallen. Ja, dann ist wahrscheinlich die Garantie weg, aber es ist mir zu blöd, dass Autos, die keine Kilometer haben, nach einem Jahr wieder zur Inspektion müssen. Wobei, ich meine, ich habe jetzt auch die Diskussion bei dem GTR 50, dass ich quasi jetzt aufgefordert wurde, bis Juni die Einfahrinspektion zu machen, wegen Garantie und so weiter. Das Auto hat 150 Kilometer. Ja, die machen die Inspektion aber nur, wenn er 2000 hat. Ja, aber ich kann nur keine 2000 Kilometer auf das Auto fahren, das Ding unnötig entwerten. Ja. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ich werde einfach mal versuchen, mit bis dahin vielleicht 250 Kilometer die Inspektion machen zu können. Wie lange ist denn Garantie auf diesen GTR überhaupt? 3 Jahre aktuell. 3 Jahre, okay. Ja. Naja. Aber du musst quasi nach EZ in den ersten 6 Monaten diesen Einfahrnachweis. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch das letzte Auto, wo du irgendwie erstmal 2000 Kilometer fahren musst. Aber das Thema hatten wir schon mal. Egal. GTR und Garantie. Ja. Wollen wir nicht wieder drauf einsteigen. Aber gerade, es ist egal, wo man hingeht. Wenn man zu einer Marke geht, die jetzt vielleicht nicht so hochpreisig ist, wird man genauso behandelt wie bei den Premium-Herstellern oder... Absolut. Selbst wenn du dir ein Lambo kaufst oder sonst irgendwas. Aber ich meine, weißt du, ich kann es ja auch verstehen. Die Hersteller machen ja auch böses Spiel mit den Autohändlern. Also du verdienst ja am Verkauf von einem Auto kaum was. Ja. Also müssen die sehen, dass sie die Leute über den Service ziehen und damit Geld verdienen. Und jetzt kommen ja mittlerweile auch noch diese ganzen Kackaktionen bei den Elektroautos mit Frühbucher, mit hier und da. Die Elektroautos haben keine Serviceintervalle oder nur ganz geringe Arbeiten. Da kann der Händler nichts mehr verdienen. Ja. Dann sollen die Leute gleich beim Hersteller direkt bestellen. Die Auslieferung erfolgt über den Händler. Ja. Da kriegt der 3,50 €. Ja, da kann ich die Händler auch ehrlich gesagt verstehen. Ja, das macht heute absolut keinen Spaß, ein Autohaus zu haben, weil du kannst dich für den Kunden krumm machen und es ist schwierig, was zu verdienen. Ja, wenn du dann noch in Zahlungnahmen und Tod und Teufel, also ja, es ist für den Endkunden immer ein Ärgernis, aber ich bin da immer gespalten, weil ich weiß auch immer, was der Händler sich für ein Theater macht am Ende. Ja, und andererseits muss ich auch sagen, so diese Probefahrten-Realität finde ich immer geil. Ja, du wirst ständig zugemüllt per Mail. Willst du den Probefahren? Wenn du es dann aber willst, kannst du knicken, kriegst du gar nicht. Also das ist auch so. Eine kleine Kritik am Rande. Ja. Aber so viel zu deiner Airbag-Geschichte. Jetzt mal zu einem erfreulichen Thema vielleicht. Ja, das wäre. Ja, du hattest doch... Wolltest du nicht irgendwas? Hast mir den Vorrang gegeben? Ja. Aber ich kann auch weitermachen. Nein, ich habe mir mal ein paar alte Geschichten aufgeschrieben, also ein paar Notizen gemacht, weil ich schon öfter mal diese Sachen gefragt wurde und angeregt wurde das Ganze, als ich letzthin bei Alte Schule so ein Talkformat gesehen habe. Da ging es um irgendwelche Leute, die Youngtimer verkaufen. Mhm. Ja? Und da sind mir so viele Autos wieder eingefallen, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnert habe. Und da habe ich mir gedacht, ich schreibe mir mal so ein paar essentielle Autos auf den Zettel, die ich mal hatte. Und da erzähle ich heute mal ein bisschen von, auch Kuriositäten und so. Und ich weiß, ich meine, gut, du bist mein Zeuge, du weißt, dass ich schon hunderte von Autos hatte. Ne? Und ich bin in der Hinsicht auch ein bisschen kopfkrank, sage ich mal.
Aber man muss halt auch sagen, was viele Leute auch nicht so mitkriegen, wenn du nicht so diese YouTube-Influencer-Kacke machst, ja. Also ein Großteil der Autos, die wir so auf YouTube gezeigt haben, waren auch tatsächlich Autos, die wir Ja. selber gekauft haben. Ja. Das heißt, wir haben Autos, die uns interessiert haben, auch gekauft, nur um sie zu tunen, um es zeigen zu können oder, weil es halt nicht so ist, dass uns Autos zur Verfügung gestellt Nee. werden. Und Das ist eher die Ausnahme. ich wollte jetzt aber auch nicht auf aktuelle Fahrzeuge zu sprechen kommen. Uns geht mir jetzt auch nicht darum, irgendwie anzugeben oder dicke Hose zu machen, was ich jetzt schon alles hatte oder nicht hatte, sondern es ist reines Enthusiastentum, dass ich mal geguckt habe, welche Autos habe ich in den 80er Jahren gefahren? Was sind die Autos, wo ich sage, die sind erwähnenswert, wenn ich sie heute hätte, würde ich mich freuen. Und ich muss natürlich sagen, einerseits sind in den 80ern die Geschäfte viel besser gelaufen wie heute. Das heißt, A, konnte ich es mir auch leisten, hin und wieder mal ein Auto zu kaufen, um nicht zu sagen exzessiv. Und dann war das auch so mein, ich sag mal meine, ja, ich will nicht sagen meine Geschäftsidee, aber ich habe immer versucht, Autos zu kaufen, die mich interessieren. Und habe dann aber auch wieder versucht, die zu verkaufen, damit ich mir wieder was anderes kaufen kann und nach Möglichkeit halt nicht allzu viel Verlust zu machen. Also das war jetzt nicht im Sinne von Autohandel Geld verdienen, Ja. aber ich habe mir häufig ein Auto gekauft und es auch häufig wieder verkauft, um mir dann das nächste holen zu können. Deswegen habe ich auch so sage ich mal, an Füllhorn, dass ich bald zu jeder Karre irgendwie was sagen kann, weil ich sie entweder hatte oder zumindest mal gefahren bin oder so. Aber muss man ja in den heutigen Zeiten immer gleich dazu sagen, Ja. geht hier nicht um Angebereien, sondern einfach um Enthusiasmus. Und ich habe mir damals den Wolf abgeschafft, um mir diese Autos kaufen zu können. Und das war halt mein Ding. Ja, andere machen halt andere Sachen. Aber so in der Nachbetrachtung ist da einiges zusammengekommen. Und vor allen Dingen muss ich auch sagen, wenn ich nur eine Handvoll von den Autos noch hätte Wollte ich heute, gerade sagen, du wärst ja, ein gemachter wäre Mann. ich ein gemachter Mann. Aber jetzt habe ich halt die Reiskochersammlung. Auch nicht so schlecht. Da muss ich jetzt schon wieder ein paar Nebenstraßen. Leute, ich war so kurz davor. Letzte Woche hatte ich quasi die perfekte Ausstellungshalle für die Reiskocher am Start. War schon Unterschriftstermin mit dem Vermieter und dann ist es Arschloch abgesprungen. Konnte mich wahrscheinlich dann doch nicht gut leiden. Aber schade, weil es war so meine Idee, mal die ganzen Reiskocher in einer Halle zusammenzuführen Platzieren. und dass wir da so mal Das einen Rohr Sessel drehen. davor und die Rohrs Ja. inmitten der Autos gemacht hätten. Schade, hat jetzt nicht geklappt. Hat mich wirklich sehr betrübt, weil das war noch so eine von den Ideen. Sachen, die ich noch so auf dem Ja. Zettel hatte. Ich wollte irgendwie mal was machen, wo alle Autos versammelt sind und wo man um und an den Autos herum irgendwie unsere Filmchen Ja. machen kann und vielleicht auch mal nach Lust und Laune mal Leute aus irgendeiner Form dazu bringt, dass sie sich die Autos mal angucken können. Ja. Also nichts Öffentliches, aber vielleicht so irgendwie für die Zuseher Ja. oder so. Ja. Ja, hätte ich geil gefunden, hatte ich mich so drauf gefreut. Wäre perfekt gewesen, war auch finanziell erschwinglich, aber egal, es hat nicht sollen sein. Gut, zurück zu meinem Zettel. Habe ich eigentlich schon mal die Geschichte von den Probefahrten mit den ersten Navis erzählt? Weiß ich jetzt Okay, nicht. Fang nur mal ganz an, kurz. ich grätsch In rein. Mitte der 80er Jahre fing das an mit diesen Navigationssystemen. Ja? Und ein Bekannter von mir, der war Entwickler in dem Bereich. Und damals war es so, da gab es in Berlin, gab es so fünf, sechs Straßen, die waren quasi für Navi ausgerüstet. Und da waren, glaube ich, teilweise an den Ampeln und an den Verkehrszeichen, waren solche Sendeeinheiten oder was auch Okay. immer. Und dann hattest du im Auto eine riesige, aufwendige Technik und hattest irgendwie so ein komisches Display drin mit so ein paar LEDs, das irgendwie so konnte nicht sprechen und nichts, aber so dann quasi mim links, mim rechts, weißt du? Und dann konntest du so an drei Adressen fahren und da haben wir das Das getestet. waren die Anfänge dann quasi. Unvorstellbar, das Ja. waren die Anfänge vom Autonavi. War ich damals auch live mit dabei, ist mir gerade mal wieder so eingefallen letzthin. Nee, kannte ich jetzt nicht. Und Ja. da haben wir, ich meine, mit einem 124er Mercedes, da war die ganze Technik eingebaut. Der hatte genug Und Platz dafür. ich weiß jetzt nicht mehr, für welchen Hersteller das war. Von wem war dieses Karin Navigationssystem?
Becker? Nee. Also Becker kenne ich, ja, aber... Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es Becker war. Auf alle Fälle Blaupunkt auch kann sowas? Ich mich entsinnen, sind wir dann ganz gespannt gefahren. Die Ampel kommt. Wenn jetzt der Pfeil, piep, ah, rechts abbiegen, yeah! Es hat geklappt, ja. Weißt du, wenn du dir das überlegst, wenn du damals die Navi-Technik im Auto hattest und noch ein Funktelefon, hattest du keinen Kofferraum mehr. Ja? Da war alles voll mit Technik. Ich weiß noch, in meinem, oh, den habe ich ganz vergessen auf meiner Liste, 635 CSI, warte mal. BMW, yes. Ja, den muss ich hier mit draufschreiben. In meinem 635 CSI hatte ich ein, ich meine, Benetz Funktelefon. Da war der ganze Kofferraum voll mit Kästen. Und es war so, du musstest quasi, wenn dich einer angerufen hat, musste der grob wissen, wo du dich aufhältst. Ja, dann musst du sagen. Weil da gab es so verschiedene Zellen und dann hattest du, glaube ich, andere Vorwahlen. Ja? Ach so, ja, ja. Also, das hätte er nicht gekriegt dann. Total, total irre, wenn man sich überlegt, wie sich da die Technik weiterentwickelt hat. Und ja, also wie gesagt, als Navi noch in den Kinderschuhen war, da war ich tatsächlich mit dabei bei den ersten Testfahrten der Systeme in Berlin. Mit einem 124er Mercedes. Wenn es nicht sogar ein 103, aber ich meine 85, 86, da war gerade der 124er neu raus. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass ein 230e war. Vierzylinder Superpower. Jawohl. Ja. Was ich übrigens auch gefunden habe, wir haben noch ein paar alte Videos, ein Kompakttest vom CLS 400 und noch ein, zwei Beschleunigungsvideos. Ja. Die habe ich vor 2-3 Jahren vergessen zu veröffentlichen. Warum auch wieso immer. Wieso das? Wahrscheinlich hatte ich die auf Reserve. Ja. Und dann kamen die nächsten und dann habe ich es nicht mehr gesehen. Auf alle Fälle, die werde ich in nächster Zeit auch mal veröffentlicht. Voll lustig. Ja. Da ist eins, da fährst du Skoda Octavia gegen Hyundai i30N, glaube ich. Und dann, wie gesagt, von dem CLS 400D, der Kompakttest. Weil wir hatten ja immer so eine kurze... Übrigens, Freunde, tut uns doch den Gefallen und klickt auch diese Tacho-Battles als mal an. Wir haben halt zurzeit nichts Besseres zu liefern, weil mein Budget, um Testfahrzeuge zu kaufen, ist erschöpft. Und also zumindest für uns ist es momentan eher schwierig, an Testautos ranzukommen durch die ganze... Ja, ja, im Prinzip hat ja jeder zu oder will nicht. Eben. Oder ja. Dann musst du ja das ganze Auto vorher desinfizieren und was weiß ich. Ja. Alles uncool. Habe ich eigentlich schon mal die Geschichte erzählt von den Prototypen? Was für Prototypen? Mercedes. Mit den DTM-Motoren drin? Nee, das war BMW. Das war BMW? Nee, aber mit den Biturbos, V6, habe ich das schon mal erzählt? Also ich kenne so ein paar, waren sich über den Rhein drüber da irgendwo eine Firma? Ja, ja. Das war irgendeine Motorenversuchsanstalt. Die haben Prototypen gebaut. Das war irgendwo in der Pfalz war das, ja? Ja. Die haben Prototypen gebaut. Die Katz. Die haben Prototypen gebaut für Mercedes. Ja. Und da habe ich teilweise, wenn die Fahrzeuge fertig waren, also wenn die nicht mehr gebraucht wurden, dann wurden die damals noch verkauft. Ja. Und es war nicht so, dass die wie heute verschrottet werden mussten. Und da gab es dann, ja, wie so eine Art Bieteverfahren, wo man dann die Autos kaufen konnte. Und da habe ich hin und wieder Autos bekommen, die es in der Form nie gab und die nie gebaut wurden. Ja, das hast du mir erzählt. Also ich weiß, was von einem Biturbo 6-Zylinder also das oder eine sowas. War ein W124 in Rot, ohne Metallic. Ganz einfache Ausstattung, innen drin so beige. Ja. Ja, der hatte, das war ein 230e Turbo oder Biturbo. Ja. Ja, Biturbo. Also du hast damals gesagt Biturbo. Also der hatte damals 250 PS, das war die Hölle. Ja. Das war ein Auto davon. Hast du nicht irgendeinen so dicken 12 oder V8 gehabt mit Heck? Achtung, also nein, ich hatte ganz krank. Ich hatte einen 190e. Genau, den meine ich. Mit dem 5-Liter-Motor aus der S-Klasse. Ja, brutal. Aber keine Traktionskontrolle, kein ASR damals, nichts. Ja, also für damalige Verhältnisse ging das Ding wie die Hölle. Der war auch ganz, also die Autos waren nie optisch fett. Ja, der war einfach nur schwarz-schwarz. Und damals, was hat man gehabt? 16 Zoll BBS hatte ich, glaube ich, drauf. Ne? War auch ein Höllengerät. Ja, damals noch mit dieser komischen Vierganggang-Automatik oder was die da hatten. Und das war alles aus der S-Klasse angefertigt, umgebaut, abgeschnitten, riesen Trara. Auf alle Fälle, das war auch ein krasses Auto. Und das krasseste überhaupt, weil es auch so schlecht zu fahren war, das war eine G-Klasse mit kurzem Radstand. Sind nicht eh schlecht zu fahren? Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Der hatte auch für die Verhältnisse relativ breite Reifen, aber nur so auf so 15 Zoll. Ja. Ja, und da war drin die Technik von einem 560 SEC, also der 5,6 Liter V8 Ja. Motor. Ja, und im Prinzip, weißt du, damals lange bevor AMG oder Brabus diese entsprechenden Derivate dann mit den dicken Motoren gehabt hat, ja, hab ich damals ein 560G gehabt. Ey, das war die Sensation. Und das waren wie so Prototypen und du hast gesagt, du konntest sie kaufen, aber Ja. voll günstig auch, weil es halt irgendwie, also es heißt günstig, Ja, also aber günstig für das, was sie hatten, aber du musst halt auch sehen, keine Garantie, keine ja, klar. Ersatzteilversorgung. Wenn dir eine Antriebswelle fliegen geht, dann musst du halt tatsächlich teilweise gucken, ob dann die von der S-Klasse passt oder du musst halt irgendwie was anfertigen. Also das war schon nicht so ohne, aber das waren natürlich auch super spannende Autos, kranke Autos. Ja, Ja. vor allem für die Zeit, ne? Ja. Und sag mal so, weißt du, heute ist die G-Klasse mit dem fetten Motor, ist so ein Wichtigtour-Auto. Ja. Und Die Katzen. Leute, die Katzen machen heute Terror ohne Ende. Was hast du Und denn? Finden sie nicht mehr weißt raus? du, wenn du überlegst, heute so ein G63 oder so, das ist ja so voll der dicke Hose-Styler. Ja, es ist Und halt 4 Liter, ja, V8, ja, aber. und damals, das war so eine popelige G-Klasse kurz, aber dann, wie gesagt, die Technik drin. Also das war voll geil, das werde ich auch nicht vergessen. Das waren so krasse Autos. Ich habe die damals aber auch alle wieder verkauft, eine Zeit gefahren und verkauft. Wäre auch lustig, ob es die heute noch gibt Ja, oder was mit aber denen wie hast du passiert sowas ist. inseriert? Unikat, was Ja, weiß ich, Einzelstück, ich glaube, bla. die C-Klasse habe ich inseriert als C500 Ja, oder ja, sowas, ja. ja. Und da haben sich auch immer Leute gemeldet. Ja, also die Dinger hatten auch Zulassung, ne? Ja, klar, Also muss du konntest ja. den ganz normal anmelden. War Ja, jetzt nicht so, dass du den nur konntest mit roten Nummern fahren oder so. Also da war auch tatsächlich, da das ja herstellerseitige Prototypen waren, war da entsprechend alles eingetragen. geil. Ja, Ja, das sowas. ist heute Ja, unvorstellbar, natürlich. dass Testautos, vor allen Dingen auch Testautos, die dann nicht gebaut werden, dass die verkauft werden. Ja, das gibt's eigentlich nicht, ne? Ne? Ja. Ja. Das sind eigentlich so Geschichten, die einem heute keiner mehr glaubt. Weil jeder sagt, es kann jetzt sein, was erzählt der da, Prototypen? Ja. Aber Hätte es es. damals schon Smartphones gegeben, wo einfach ein Foto Ja, du, machen ich muss auch kann. sagen, ich müsste mal gucken, vom einen oder anderen haben wir vielleicht auch noch irgendwas in der Bilderkiste. Aber sag mal, damals war ja überhaupt mit Fotografieren und ja, du hättest ja, weißt du, du hast ja auch nicht im Kopf gehabt, dass du irgendwie 30 Jahre später Geht mal das? sagst, Mensch, das hatte ich oder so, guck mal hier, weil für mich war das damals, kommt der, geht der Nächste, hab da keinen Kopf Ja. irgendwie. Aber wenn du heute so siehst, wenn dann sich die Leute so drüber unterhalten in irgendwelchen Podcasts und sagen hier und da, und dann stelle ich mir immer vor, boah, das habe ich gehabt, das habe ich gehabt. Das ist Ja. schon krass. Ich wäre auch immer gefragt, was mein kuriosestes Auto war. Okay. Und das war ein Smart Crossblade. Das wusste ich gar nicht, dass du so einmal hattest. Ja, Das und ist doch das war auch. sind diese abnehmbare Türen oder was war das Nee, da waren hier? nur so. Ich weiß, wie der aussieht noch, Da ja. hast du nur so. Ja, das waren keine Türen in dem Sinne, sondern du hattest da nur so ein, dass du nicht rausfällst, so ein Schutz. Ja. Den konntest du reinklicken und den konntest du hochklappen wie so Flügeltüren. Ja. Aber der Aber. hatte auch nur 82 PS oder so, glaube ich, Ja, oder? ja, Ja. ja. Aber wie gesagt, der hatte halt keine Frontscheibe, nur vorne so eine. Also du konntest das Ding eigentlich nicht fahren Ja. ohne eine Motorradbrille oder so, weil es war unfahrbar. Dann Aber natürlich. wieso hast du dir den gekauft? Also, Ey, krank. ich meine, hat er keine Es, Power gehabt, ne? Also, nein, ich. ja. Also ich meine, A, stell dir mal mich vor, in so einem Smart Crossblade, wie Ja. das aussieht, so ein Elefant mit so einem Kinderschuh. Da haben die Leute schon mal lachend auf der Straße gelegen, wenn ich mit dem Ding. Ja. Weißt du, dann noch so eine Motorradbrille auf und Lederkäppchen, da sah ich aus wie ein Vollspast, ja. Und. Ich bin mit dem Ding aber tatsächlich des Öfteren mal unterwegs gewesen. Ein Kumpel von mir hatte sich 10 Stück davon gekauft. Okay, weil er gedacht hat, er kann sie mal für mehr Geld verkaufen, Ja, hatte oder? die alle bei sich in der Tiefgarage stehen und dann hat er mir einen aufgeschwätzt damals. Und so zunächst fand ich das auch super geil, aber dann so bei näherer Betrachtung, das Ding hat keinen Boost und ist einfach nur eine Kuriosität und Ja. war dann auch zunehmend hässlich.
Und Zunehmend es. ich habe ihn dann irgendwann auch verkauft, aber also das war so das kurioseste Auto, komplett sinnlos, weil du konntest mit dem Ding effektiv gar nichts anfangen. Ja. Ja, du hattest doch auch mal, vielleicht steht es ja auch drauf, diesen Z1 gehabt. Ja, da komme ich später Ja, dazu. Ja. okay. Also wie gesagt, das kurioseste Auto, was ich hatte, war dieser Smart Crossblade. Eigentlich eine komplett sinnlose Karre und auch nicht schön. Ja, ein Elefantenrollstuhl. Ja. Rollschuh, so wollte ich sagen. Rollstuhl auch, ja. Ich muss mal, ich hoffe, dass ich wenigstens davon noch irgendwie ein Bild habe, dass ich das mal irgendwie noch einblenden kann. Aber weiß ich nicht. Doch, ich glaube, in der Garage hatte ich mal irgendwann. Kurioses Auto. Ich weiß gar nicht mehr, wie haben wir den von Köln hierher gekriegt? Gefahren am Ende? Im Bus? Wie im Bus? Im Bus, im Schulbus. Wie im Bus? Nee, im Bus kann nicht sein. Höchstens vom Anhänger, meinst du? Irgendwie wird er zu dir gekommen sein. Es ist ja kein Auch wenn Klapprad. er so aussieht. Egal. Lässt sich nicht mehr feststellen. Auf alle Fälle, der war irgendwie schwarz mit so rotem Kunstleder oder Ja. Teilleder oder so. Also ich habe tatsächlich mal einen in Darmstadt gesehen gehabt, aber Wer weiß, vielleicht war der das. ja, könnte sein, War ja. Das da ist schon die 100 Jahre ein her, adipöser Fahrer drin ja. Aber das gesessen? weiß ich nicht mehr. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Gut. Aber ist schon lange her, Bevor wir hier mit meinem Listchen weitermachen, machen wir ein Thema von dir. Was hast du da noch? ja. Ja, und zwar vorhin, was du da gesagt hattest, musste ich auch noch was zu sagen, aber ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Das hätte hier zum Thema Wir sind gepasst. wieder vorbereitet heute. Ja, super, Super. super, Es super. kostet wieder zu Ich sehr, hier mit meinem abgeschaltet, Schmierzettel, langweilig. ja. Ja, und zwar, ja, YouTube-Autotests, genau. Weil du ja vorhin gesagt hattest, dass wir viele Autos waren ja von uns die Autos und wir haben Ja. eigentlich seltenst, also vom Hersteller schon mal gar nicht bekommen, sondern maximal von irgendwelchen Autohäusern mal, die uns wohlgesonnen oder wohlwollend gesehen haben. Und da ist mir nämlich letztens, hatten wir ja vorhin auch drüber gesprochen, aufgefallen, dass, beziehungsweise, was heißt aufgefallen, das ist ja schon lange so, dass diese, was weiß ich habe viele Autotester abonniert, die dann, und dann ist mir letztens aufgefallen, ich gucke so, ja, was ich, neuer M4, und dann denke ich so, den Test hast du doch schon geguckt, und dann sehe ich, aber es ist von einem anderen, ne? Und die sind alle zum gleichen Zeitpunkt und zum gleichen Tag auch rausgekommen und teilweise, wie du auch sagst, auf der gleichen, am gleichen Ort, sag ich mal, wo dann getestet wird, manchmal auch irgendeine Rennstrecke oder so, wo die dann wahrscheinlich alle hintereinander dann da fahren dürfen und keine Ahnung. Und in dem Moment ist mir dann klar geworden, wie uncool das eigentlich ist, weil das natürlich auch an irgendwelche, wenn du es vom Hersteller bekommst oder das präsentieren sollst, bist du natürlich auch an Verträge gebunden, was du darfst und was du nicht darfst mit dem Auto und wahrscheinlich auch, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst, ne? Und da habe ich mir dann auch gedacht, ich so, eigentlich ungeil, weil du kannst eigentlich ein Auto nie unabhängig testen, wenn du schon vorgespannt bist. Ne? Das ist so, weil du kannst es nur testen, wenn es entweder dein eigenes ist und es kann dir gerade egal sein, was BMW oder meinetwegen Toyota, wer auch immer sagt, was du machen darfst und was nicht. Oder du kriegst es halt, wie gesagt, wie wir, unabhängig von irgendeinem Autohaus, das dann auch anonym natürlich ist oder was weiß ich. Und dann kann man wirklich einen Test machen mit dem Auto, weil erst dann kannst du sagen, ja, geht oder geht nicht, oder was gefällt dir Ich und was meine, du nicht? siehst es, das ist ja das, was ich schon damals auch in unserem Werbenoten-Video gesagt habe. Du siehst ja auch, es gibt keine Kritik. Ja? Weil es ist mittlerweile ja so, dass die sich auch gar nicht trauen würden, jetzt richtig negativ so wie wir zu sein. Weil damit verbaust du dir ja quasi das Folgegeschäft. Damit kriegst Das du ist ja keine Geben Autos und mehr, Nehmen ja. und du musst es dann halt positiv rüberbringen. Das ist Ja? eine gewisse Und die Abhängigkeit, kriegen ne? teilweise werden diese Videos sogar kontrolliert inhaltlich. Dann zum einheitlichen Veröffentlichungstermin, dass keiner einen Vorteil hat. Also das ist auf alle Fälle wesentlich reglementierter, als der Zuseher denkt, dass es sei. Und es gibt da natürlich Ausnahmen. Ich sag mal hier, was weiß ich, der JP, der kann dann halt so ein Auto schon mal knechten, weil er halt viel Zuseher hat. Oder dieser Malmedy, den ich auch Ja, nicht leiden kann, der spast, die ja. können sich das erlauben. Aber im Großen und Ganzen müssen selbst die noch in wohlwollender Art und Weise darüber berichten, ja, also so wie wir, dass wir ein Auto kaufen und vernichten, Ja, also verbal ja. vernichten, ja,
Das könnte ich auch immer kotzen, wenn dann Leute schreiben unter dem Video, wenn ich irgendwie so einen Fahrbericht von irgendeiner Karre, warum kaufen Sie sich das Auto und reden dann so schlecht drüber oder sowas? Sollen doch Wie mal froh sein. mit dem Mitsubishi Eclipse Cross, ne? Ja. Da war ja auch einer, der war sehr, Ja. ja, wie soll man sagen, angepisst, Ja. wie du über das Auto geredet hast und wie du dann auch noch so gelacht hast und so, Ja. ne? Ja, aber ich meine, weißt du, wenn ich nicht mal mehr über Sachen, die ich selber bezahle, meine Meinung äußern darf Ja. und entweder bin ich dann Trottel, weil ich es mir gekauft habe, oder aber ich bin ein Arsch, weil ich schlecht drüber rede. Hey, wo Aber sind du wir da weißt doch, hingekommen? Meinungsfreiheit existiert ja kaum noch, Ja, ne? aber ich meine, weißt du, das zeigt uns auch, dass diese Illusion, dass wir großartig Autos bekommen zum Testen, das kannst du vergessen, weil das, was wir versuchen, den Leuten zu vermitteln, das wollen die Hersteller gar nicht, dass das vermittelt wird. Ja, Ja, genau, also ja. sagen wir mal so, wenn du da jetzt das Auto eine halbe Stunde hochsinkst und dann vielleicht dafür noch eine Gummimatte oder eine Alufelge hast, dann geht es noch. Ja, aber alles andere wird schwierig. Aber ist genauso, es gibt auch mittlerweile Influencer, die mit gewissen Marken nicht mehr zusammenarbeiten, weil Ja. sie sich irgendwie mal erdreistet haben, was zu kritisieren. Ihre eigene Also, Meinung zu sagen, ja. das ist auch was ich gar nicht machen wollte. Ja, Ja, so. also das könnten wir so gar nicht machen, weil wir dafür gänzlich nicht geeignet wären. Nee, Ne? Also absolut nicht. so, keine Ahnung. Ja, wie du schon Wobei sagst. ich tendenziell auch schon sagen muss, ich bin mittlerweile nicht mehr so scharfrichterlich, wenn ich ein Auto beurteile, weil ich festgestellt habe, die Leute können es sowieso nicht einordnen. Ja? Die halten dich dann für irgendeinen Trottel, der was schlecht machen will, weil du den Leuten nicht vermitteln kannst, dass du dieses Füllhorn an Testerfahrung über Jahrzehnte hast und dass du es einfach besser weißt wie fast jeder andere. Ja? Und weißt du, das ist mein Problem. Ich kriege den Leuten nicht glaubhaft vermittelt, dass ich es besser weiß. Und wenn ich dann was sage, dann, was hat der da und so. Ja, weil. Und dann denke ich mir lieber, ach komm, bleibe ich moderat am Ende, was soll's? Es bringt mir sowieso nichts, ja, dass mir dann noch irgendwelche Spackos Tipps geben, dass meine Lenkradhaltung schlecht war, wenn ich durch die Ja, Kurve gefahren bin. ja. Hallo? Ja, ich bin schon in Spa durch irgendwelche Kurven gefahren, da haben die noch, Naja. waren die noch ein feuchter Traum im Naja. Säckchen ihres Papis, ja. Ja. Ja, naja, gut. Ich ereifere mich da lieber nicht zu diesem Thema, sonst Ja, hätten wir das auch. verliere ich doch die letzten 5 Abonnenten. Ja, dann lieber wieder zu deinen geliebten Autos. Ja, ich hoffe, die Zuseher, wie gesagt, kommen damit klar, was ich hier alles so erzähle. Und ja, denken sich nicht, dass ich da irgendwie mir einen vom Pferd runterjuckel. Das erste Auto, das ich gefahren bin, ohne Führerschein. Und ich glaube, ich habe mit Autofahren angefangen, da war ich so 15 oder so. Also ich muss auch gestehen, es ist ja mittlerweile verjährt. Ich Ja. bin mit 16 oder 17 bin ich Auto gefahren. Wie ich 17 war oder so, hatte ich dann schon ein eigenes Eigenes Auto. Auto, ja. Das war zwar, wartete noch auf den Führerschein, aber stand schon zur Verfügung, stand auch nicht daheim, war woanders im Hof gestanden. Und da habe ich mich dann auch des Nächtens als mal entfernt und habe mal eine Runde gedreht. Ist natürlich ganz böse, darf niemand nachmachen. Ja. Nein, 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 nein. Immer nur mit Führerschein und immer an die Geschwindigkeit halten. Knickknack. Genau, ja. Ja, da komme ich zu dem Punkt. Meine ersten drei Autos. Mein allererstes Auto war ein Audi 100 GL5E. Fünfzylinder. Hatte damals, ich meine, 136 PS. Da warst du schon Der richtig King, unterwegs. ja. Mein zweites Auto war ein Golf 1 GTI, noch mit den kleinen Lampen. Klassiker. Ja, bisschen Nockenwelle, bisschen hier, bisschen da. Naja, wird eine Handvoll PS mehr gehabt haben als Ja. Serie. Ich glaube, was hatten die ersten 110 PS oder so, ne? 109 und 110, Ja. ja. Und mein drittes Auto passt dann gar nicht dazu, war ein W116 280 SE. Ja. W116. W116, das müsste so gewesen sein, Baujahr 70er. 76, Ja. 77, irgendwie sowas. Der war in Silbermetallic.
habe ich mir dann noch umlackiert bis zu den Türgriffen hoch in Anthrazit-Metallic. Und der hatte damals den reinen Sechszylinder. Ich meine, die hatten so 180 PS oder 174 Das ist PS. schon viel, ne? Ja. Also für damals. Und vor allen Dingen, das Auto war mein erstes Auto mit Klimaanlage. Also mein drittes Auto war mein erstes Auto mit Klimaanlage. Ja. Und damals habe ich schon festgestellt, es muss eigentlich sein. Es muss sein. Ja, das war so geil. Und ja. Also kein Auto ohne Klimaanlage. Nee. Seitdem. Fast nicht, ja. Fast Der nicht. Honda jetzt Ja, nicht, gut, der ja. hat's halt, den kriegst du halt Aber nicht damit. ansonsten, also das waren, weil es so oft gefragt wurde, meine ersten drei Autos. So. Und jetzt habe ich mir hier mal einen Zettel gemacht, was die Autos waren von meinen Autos, die mir am meisten hängen geblieben sind im Kopf. Und um da jetzt nicht auf aktuelle Sachen sprechen zu kommen Ja. und auch nicht die, sagen wir mal, um keine Neiddiskussion zu führen und nochmal klarzustellen, waren andere Zeiten, da lief es irgendwie auch noch alles anders. Da habe ich mir rausgesucht, ich nehme nur Autos aus den, sagen wir mal so, bis 1990, 91, also mindestens 30 Jahre zurück. Lange war es her, da habe ich noch für Autos gelebt. Ja. Ja, das habe ich mal nach Marken sortiert. Und zwar fange ich mal an mit Opel. Okay. War Was das ich hatte. damals noch eine Marke? Ich sag mal, heute ist ja so ein bisschen verschrien, sag ich mal, irgendwie Opel, ne? Früher war das aber schon eine Marke, wo du hast vorfahren können, ne? Also, weißt du, was ich meine? Ja, also So. sag mal so, ich komme ja aus Gären, Ja. also für die Nicht-Hessischen aus Groß-Gerau. Groß-Gerau. Also da, wo Opel herkommt, ne? Ja, fast. Und da hat man Ja. ja so einen gewissen Lokalpatriotismus. Und ich muss sagen, was mir zu denken gegeben hat, ein guter Bekannter von mir, der war Testfahrer von Opel, der hat aber privat Porsche gefahren. Ja, der kann nicht. Ja, ne? Da waren die früher immer irgendwo in Schweden, Norwegen, da im tiefsten Ach Schnee und so. Eis und haben die Autos getestet. Da habe ich übrigens auch, bei dem bin ich mal im einen oder anderen Prototyp mitgefahren, der dann auch nie in Serie ging. Da gab es verrückte Sachen, auch Opel Rekord mit richtig Motor und so, aber waren nicht meine Autos, von daher lasse ich heute mal weg. Ja. Aber meine vier im Kopf hängen gebliebenen Opels, wo ich sagte, die fand ich zu ihrer Zeit gar nicht so schlecht, war Manta GSI oder GTE hieß der damals Manta noch. A oder B? B, B? das war so ein bespoilerter, auf dicke Hose machende, aber dennoch nur mit 110 PS ausgestattete. Und da weiß ich noch, weißt du, so waren die Zeiten. Der GTE, der hatte den großen Motor, 2 Liter 110 PS. Und dann gab es irgendwie noch einen 1,9er mit 90 PS oder so. Ach, gab noch diverse andere. Aber auf alle Fälle ein Kumpel von mir damals, der hatte sich dann nicht den GTE gekauft, weil auf den haben auf seine Eltern auf ihn eingeredet, das Auto, das kann, Junge, 110 PS, das Ja, kannst du nicht beherrschen. Du bringst dich um. der nächste Baum ist deiner, Nimm ne? den mit 90 PS. Ja, so Diskussionen wurden früher geführt. Die 20 PS. Nächste, was ich hatte, Kadett GSI. Das war so ein Auto E-Kadett? mit Digital, Ja, Tacho, Mäusekino. der hatte doch digital drei Ziffern und hatte Ja. die Drehzahlanzeige war wie die Drehmomentkurve vom Ja, Motor, genau. ne? Ja, ein Kumpel von Und mir hat nämlich mal einen gehabt. ich Ja. meine, die hatten ohne Cut 130 PS. Ja. Also der hatte damals von meinem Kumpel, der hatte diese 115 PS Variante. Das Ja. war aber auch 91er Baujahr oder so. Also einer der letzten, glaube ich, gewesen. Als Nee, Cabrio. meiner war aus dem. Ach, meiner war Ja. Mitte der 80er Jahre oder Ja. Nee, ich sag ja, der war schon, 85 hatte oder. schon weniger. Ja. Ja. Auf alle Fälle, da konntest du die GTIs echt mit ärgern. Ne? Muss man sagen, der ging Ja. damals besser. Fand ich Kadett, hatte ich auch mal einen. Fand Ja. ich zwei sogar. Ja, fand ich gut, Dann ein ja. Auto, von dem ich bedauere, dass ich es heute nicht mehr habe. Ich hatte ein Omega Evo 500. Das war quasi das Straßenhomologationsmodell von dem DTM-Auto. Wenn ich mich recht erinnere, hatte der hinten einen Heckflügel, der elektrisch hochgefahren werden konnte. Oha. Allerdings hatte der nur einen Sechszylinder irgendwie mit, ich weiß nicht mehr, knapp über 200 PS. Also nichts Dolles, aber für die damalige Zeit so dicke Backenverbreiterungen und so. Also der sah tatsächlich fast so aus wie das Auto, das in der DTM gefahren ist. Ja. Wie viel hatte der PS gehabt? Ich müsste lügen, der hatte irgendwie, ach, 220, Ja. 200, irgendwas zwischen 200 und 230 PS. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. War irgend so ein 3 Liter 16-Ventiler oder 24V, Ja. 3 Liter 24, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ich habe noch so in Erinnerung,
dass der so einen martialischen. Und ich habe mir den eigentlich nur gekauft, weil ich die Optik geil fand. Muss man sich mal überlegen, ich fand Omega mal geil. Ja. Aber meine andere Frage, nochmal bei Opel, bist du bei Opel jetzt fertig, Nein, oder? einen habe ich noch. Okay, dann. Lotus Omega. Ja, den wollte ich nämlich fragen. Ich so, da kannst du noch eins draufsetzen. Und der hatte irgendwie 370 PS oder irgend Ja, sowas? Oder der hatte 371? irgendwie einen Biturbo drin. Ja. Allerdings muss ich sagen, was mich an dem Ding gestört hat, der war nicht zuverlässig. Da war ständig was. Wenn du dich irgendwie gebettelt hast, dann Ja. war da was, dann hat es da mal getroppt. Also, es war einfach kein haltbares Auto. Wenn du den rangenommen hast, war ständig irgendwas kaputt. Hast Also, du. die Grundidee war geil, der Ja. hat mir gut gefallen. Der war auch Der ist doch irgendwie auch 270 von den gelaufen oder so, gell? Papierdaten, warst du damals in der Vielzahl von Autos überlegen. Ja. Also, der war auf alle Fälle schneller als ein Ferrari Testarossa. Das kann ich aus eigenem Ja. Bekunden feststellen. Kommen wir Steht ja später übrigens auch auf der dazu. Der steht Liste. auch auf der Liste, ja. Okay. Also, der Lotus Omega war aber echt teuer in der Unterhaltung und zwar ständig was kaputt. Also, das Auto habe ich relativ schnell wieder verkauft, Ja. weil der war zum Heizen ungeeignet. Meine Meinung. Hast du mal geschaut, was die heutzutage kosten? Ich weiß es nicht, ich frage jetzt nur. Nee. Also Aber ich schätze mal, dass sie mittlerweile auch gesucht sind. könnte ich mir auch vorstellen, Ja, dann kommen wir als nächstes mal zum Thema Ferrari. ne? Da hatte ich einen 328 GTS. Das war mein erster Ferrari. Welcher war der Magnum? Ferrari 308. 308. Aber der Ja, sieht sehr also ähnlich aus, ja, oder? der hat, Ja. ist ein bisschen modifiziert, hat ein bisschen mehr eine modernere Variante, aber ich Ja. würde mal sagen, noch so die gleiche Karosserieform. Ja. Der hatte irgendwie, ach, ich weiß gar nicht mehr, 280 PS oder so. Ach, ich habe das alles vergessen. Auf alle Fälle weiß ich noch, ich habe das Auto verkauft, weil auf der Autobahn hat mich so ein alter Kacker im Mercedes 500e, der hatte sogar noch einen Hut auf, So gut wie heute, der hat mich so weggebrettert. Der ja. Ferrari, der war so tot, der 328 GTS QV hieß der. Und da war ich so frustriert nach dieser Überholung, weil der 500e, der hat mich echt so plattgebrettert. Dann habe ich den in Zahlung gegeben, habe mir einen Testarossa gekauft. Und der Und Testarossa. das ist ja, sag ich mal, das Auto, der Sportwagen zusammen mit dem Lamborghini Countach der 80er Ja. Jahre überhaupt, oder? Ja. Das ist das Auto, ne? Aber das Auto war auch eine Enttäuschung. Also A, die hatten ja irgendwie so 390 PS. Ja, 93, Ist ja. der dementsprechend nicht vorangegangen? 5 Liter, 12 Zylinder oder so, Dann ne? muss ich sagen, Fahrwerk, Bremse war semi. Was mich auch tierisch geärgert hat, seitlich, wo diese Kiemen sind an der Tür, da hatte ich nach ein paar Monaten Rostloch, so 5 Mark-Stücks groß, war die Tür durchgefault. Bei einem Auto, ich weiß nicht mehr, was die damals Über gekostet haben. 200.000 Mark Ja, auf also jeden war Fall, teuer, war ne? teuer. Der war in Rot innen drin mit Leder, Braun und Beige, so. Ja. Und ich weiß noch, als wir ihn geholt haben in München, auf der Heimfahrt auf der A8, Die Reifengeschichte. ja, da war ich mit Fullspeed unterwegs, was bei dem Ding doch schon so irgendwie um die 300 waren. Und komme um so eine Autobahnkurve Stau. Und ich musste wirklich, was geht, voll in die Eisen. Und die Kisten hatten ja damals kein ABS und nix und musste noch so ein bisschen Slalom am Stauende fahren, um nirgends reinzuklatschen. Aber auf Ja. alle Fälle habe ich das Ding mit der Nase nach vorne zum Stehen gebracht, ohne irgendwo anzuticken. Aber alle vier Reifen waren komplett Eckig. bis, ja, bis auf die Matte durchgescheuert. Das heißt, du hast schon an diesen Stellen, wo sie durchgebremst waren, hast du schon dieses Geflecht Ja, ja, gesehen, ja. ja? Und das Problem eins war, ich musste damit noch nach Hause fahren. Das war irgendwo hinter Augsburg oder so. Das waren, weiß ich noch, fast 300 Kilometer, so was. Oh. Konntest nicht mehr schneller fahren wie 80, weil die Reifen so platt waren. Und dann das Allerschlimmste war, das Auto frisch nach Hause geholt. Und die hatten damals spezielle Reifen von Pirelli, weil die ja so schnell waren, die Autos. Das war irgendwie, es waren glaube ich nur 16 Zoll, also auch irgendwie 2,55 breit, nichts Wildes. Aber in ganz Deutschland waren die Reifen nicht lieferbar. Das heißt, das Auto lag wochenlang an der Kette, bis mir dann, glaube ich, der Ferrari-Händler aus München vier Reifen gebracht hat für ein Horrorgeld. Ja, hat er selber mit dem Auto mir gebracht, ja, weil nirgends waren diese Reifen lieferbar. Und hast du nicht gesagt gehabt, dann das nächste war, es wollte dir keiner draufziehen auf die Felgen? Ja, weil in Weil, Darmstadt hatten ja, alle Reifenhändler Angst, dass sie, die wenn sie ihn Ferrari-Felgen, hochnehmen, ja. oder die Felgen, dass sie was beschädigen und dass sie dann quasi für die paar Mark, die es montieren kostet,
Also die haben sich nicht dran getraut. Dass ich denen dann quasi da sage, so, jetzt hast du hier was kaputt gemacht. Also Drama. Ja. Und vor allen Dingen mit dem Testarossa habe ich die Autostalker kennengelernt. So wie mich. Ja, nee, noch viel schlimmer. Also es war teilweise so, dass die Leute schon... Also wir reden hier von den 80er Jahren, ne? Ja, also, ja, ja. Da war das noch ganz anders wie 80er heute. 80er Jahre, ja. Dass sich die Leute bei uns vorm Hoftor gesammelt haben am Wochenende und darauf gewartet haben, dass ich mit dem Auto rausfahre. Dann haben die sich teilweise vor das Auto geworfen und ich wurde angebettelt, Leute mitzunehmen. Es war, also du konntest mit dem Auto nirgends hinfahren, weil da war so viel Fan, das ist heute alles unvorstellbar. Ja? Dann kam aus Funkstadt der von der Archip-Tankstelle und hat gesagt, ich soll doch bei ihm tanken, Archip und so. Ja, und wegen Italien. Ob ich das Auto nicht als mal an der Tankstelle stehen lassen kann. Hoppa, ja, ja klar. Und, ey, weißt du, wenn ich irgendwohin tanken gefahren bin, da war totale Verkehrsblockade eine Viertelstunde später. Ja? Das Ganze ist so eskaliert, dass ich dann irgendwann das Auto im Nachbarort in der Garage stehen hatte und da mit dem Fahrrad oder mit einem anderen Auto hingefahren bin, weil es mir einfach so auf den Sack ging, weil die ganzen Stalker daheim schon auf meine Ferrari-Fahrt gelauert haben. Kann ich verstehen, ja. Es ist wirklich wahr. Ja, heute kannst du ja mit was auch immer fahren, da dreht sich noch nicht mal ein Kopf. Ja, aber damals, die Leute waren so verrückt, aber weißt du, positiv verrückt, so keine Neider, ja, keine Arschlöcher, die den Kratzer dran machen, ja, sondern einfach nur Leute, ja gut, die waren halt brutal nervig. Ja? Ja. Und sag mal so, du konntest auch nicht, weil wenn ich jetzt dann gesagt habe, na gut, dann guckt mal, ja, dann hattest du 70 Leute, die sich reingesetzt haben und das ging nicht. Ja? Aber das war wirklich das Krasseste, was ich je erlebt habe. An Stalker und Phantom. Auch so, weißt du, Leute, die sonntags morgens um 9 klingeln. Ja, ich bin gerade mal hier in der Gegend. Ich habe gehört, sie haben einen Testarossa. Die haben Testarossa, ja. Das ist unfassbar. Ja. Das war unfassbar. Du warst ja ein richtiger Star gewesen hier. Ja, nur das Auto, ja. Ich nicht. Aber du hattest mir damals auch erzählt, du hattest den mal zur Wartung, glaube ich, oder irgendwie, und bist dann mal einen F40 gefahren. Ja. Und das finde ich ja, finde ich heute noch richtig krass. Habe ich aber keinen gehabt. Ja, ja, aber du bist dann trotzdem, weißt du, ein F40 ist schon, also für damalige Verhältnisse sowieso. Auf der Autobahn zwischen München und Garmisch. Ja, mit dem F40, Leute, also. Also damals habe ich gedacht, Wahnsinn, ob ich das heute noch denken würde. Ja, klar, aber ich meine, der ist heute noch schnell. Also wenn ich mir die Beschleunigungswerte von damals anschaue, bei der Automotorsport, irgendwie 0 auf 200, glaube ich, irgendwas mit 11 Sekunden oder so. Ja, das ist heute noch richtig schnell. Ne? Und allein dieses Rennwagen-Feeling, sag ich mal, oder gut, du hast ja gesagt, diese Schaltung war ja generell diese offene Schaltkulisse, nichts, wo jetzt irgendwie sah maximal gut aus oder so. Aber ein F40, und wann habe ich einen F40 mal gesehen? Bei den Ferrari Days am Hockenheimring vor ein paar Jahren. Der Bruder vom Hane, der hatte einen, ja. Dunkelblau, voll geil. Voll geil. Ja, wobei ich also tatsächlich auch sagen muss, aus meiner Ferrari-Erfahrung, und ich bin noch viele andere Ferraris gefahren, aber die habe ich nicht besessen, aber Porsche ist immer, also zur damaligen Zeit war der Porsche das so viel bessere Auto. Du warst auf der Rennstrecke mit dem Porsche deutlich schneller, die Bremse war besser, das Fahrwerk war besser, also Ferrari war nur der Mythos, ja, aber die Autos selber, also zumindest die zwei, die ich hatte, das war mal die letzte Mumpe. Ja, also ich kann auch heute nicht nachempfinden, wenn Leute sagen, sind Testarossa gefahren, oh, geht der vorwärts oder oh, war das geil. Das Auto war nicht geil. Ja, okay, du hast mit dem Auto einen riesen Auftritt gehabt und Sound, es war schon zur damaligen Zeit ein UFO irgendwie, aber es war nicht der Brecher. Hatte dir jetzt gezeigt, dass du hast ja jetzt die Woche ein F50 gesehen. Ja. Und ich habe einen Ferrari Enzo gesehen, der Nachfolger. Ja, Wahnsinn. F50, was zur Zeit auf den Straßen. Ja, das sind auch Millionen Werte, die da rumfahren. Mhm. Ne? Also. Ach übrigens, ich hab auch gesehen, dass du Hockenheim geschändet hast. Ja. Geschändet? Ich mache heute YouTube an. Rundenrekord. Da sehe ich, der Kai fährt mit seinem Daihatsu Bimbambore in Hockenheim. Mit Winterreifen. Ja. Und dann hast du auch noch TT überholt. Ja. Ey, wenn ich der TT-Fahrer gewesen wäre, hätte ich mir auf der Stelle das Leben genommen.
Das war so gut. Das Beste war, ich bin morgen... Aber ey, wie kann man auf die Idee kommen, mit der Grütze auf die Rennstrecke zu fahren? So krank. Ich bin morgens da hingefahren. Da war die noch nicht offen. Bis 8:30 war Einlass irgendwie. Es gab morgens konntest du fahren und mittags. Dann musste ich aber für eins entscheiden. Ja. Und mittags musst du also dann bist auch wieder mit der Absicht dahin gefahren, mit dem Daihatsu zu fahren? Also ich wollte ein bisschen filmen, wer da so fährt. Aber war auch schlecht zu filmen. Ich weiß nicht, ob du es angeguckt hast, da war immer nur Zaun im Weg. Es ist nicht wie beim Nürburgring, dass du da immer auch schön an die Strecke kannst und filmen kannst. Warst du nicht in der Boxengasse oder so? Darfst du nicht. Du durftest nicht an die Startzielgeraden und so. Es war wirklich alles gesperrt auch da, über den Boxen. Es war alles dicht gewesen. Du konntest auch nicht da zu diesen Wanderweg oder gehen, da außenrum. Alles dicht. Also ich konnte nur am Porsche Center, an dem neuen Porsche Center habe ich gestanden, da ein bisschen durch den Zaun gefilmt. Mehr war nicht möglich. Aber ja, ich bin dann den ersten Turn direkt gefahren. Und das war so lustig, weil dann kamen so zwei Frauen, die da von diesem Organisationsteam waren. Und da hast du dann so einen Wisch mit, du musst ja online kaufen. Und da ist so ein Scan-Code, den scannen die und erklären dir, was, wie das zu verhalten hast und so. Und die sagen so zu mir, gucken so, ich habe drinnen gesessen, ne? Und gucken so, sagen so, ja, und sie fahren selber. Ich so, ja, mit dem Auto, ne, sagt sie so zu mir. Ich so, ja. Ja, voll cool, sagt sie so zu mir. Ne? Das ist ja wie, wenn ich mit meinem Smart fahre oder so. Sag ich, das Ding ist wahrscheinlich noch langsamer. Ne? Aber war trotzdem lustig. Also hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich habe schon in der Aufwärmrunde gemerkt, dass die Bremse schon da nachlässt und auch die Reifen so geschmiert haben. Und ich weiß, es sieht in dem Video auch, ich meine, das Auto ist langsam und es sieht in dem Video noch langsamer aus. Nein, das Auto ist sehr langsam. Aber es war wirklich, ich bin versucht einzulenken und dann hat es einfach nur... Die Reifen haben nur noch Krach gemacht und es hat einfach nur geschoben über die Vorderachse. Ne? Wie, als hätte ich so gar keinen Kontakt. Der wird wahrscheinlich brutal untersteuern auch, total. Oder? Total. Also, und ich habe da auch nie eine richtige Vollbremsung, weil ich wusste, ich fahre sonst geradeaus. Ich habe immer so vor, bevor man eigentlich bremst, erstmal rollen lassen und so die Bremse ein bisschen angetitscht und dann einfach reingelenkt, weil schnell war ich ja eh nicht. Und hattest du danach noch Bremse, wie du heim bist? Ja? Ja, die Reifen machen jetzt noch mehr Geräusche. Okay. Aber... das ging dann noch abkühlen lassen und die Bremse muss ich jetzt eh mal wechseln. Also das ist sowieso fällig. Aber es war sehr lustig. Also deine Linie war phasenweise gar nicht so schlecht. Ja. Das Einzige, ich habe sogar die Curbs mitgenommen. Ja, wo ich lachen musste, wo ich gedacht habe, ey, wo bremst der denn? Weißt du, wo für mich so in Erinnerung Schaltpunkt, ja. Nee, aber wie gesagt, das war mir zu suspekt, weil kurz danach, in dem zweiten Turn, ist direkt einer mal in der Spitzkehre eingeschlagen. Ja. Und die hatten mit Sicherheit alle bessere Autos als ich. Und ich wollte nicht der eine sein, der Erste sein, der dann sich irgendwie aufs Dach legt oder keine Ahnung, weil er keine Bremse mehr hat. Du, also normal ist ja auch so, wenn du mit einem sag ich mal, semi-gewarteten Straßenauto Hockenheim fährst, dass nach 5 Runden ist die Bremse weg. Ja. Da hast du Pedal auf Boden, ja. Ja, also außer du hast halt einen Porsche oder so, sind viele gefahren. Und ich wurde auch ein bisschen belächelt, muss ich auch sagen, aber jetzt nicht negativ, wie gesagt, war mir egal. Ja. Hauptsache mal eine Runde fahren, hat noch keiner gemacht wahrscheinlich mit so einem Auto. Ja, wer weiß, aber... Guckt es euch an. Ich dachte echt, ey. Fastlap, ich habe sogar die Rundenzeit vorne eingeblendet. Ja. Ja. Aber der TT, also dass ich da überhaupt einen überhole, hätte ich auch nicht Hattest du die nachträglich oder hattest du da was mitlaufen? Nee, ich habe das nachträglich dann mit Dings... Also es gibt ja diesen es gibt ja verschiedene Tools auch dafür, Racetracker oder wie die heißen wie heißt das? So Laptimer halt, keine Ahnung. Nee, das habe ich nicht. Ich habe das nachträglich gemacht. Das ist also Pi mal Daumen, aber so ungefähr wie früher mit der Stoppuhr halt. Ja, fast schon hin, ne? Bis auf ein paar Zehntel vielleicht, ja. Aber ich bin unter 3 Minuten geblieben. Also, ich wollte gerade sagen, als der Ölprinz TCR gefahren ist, war er nicht wesentlich schneller. Ja, genau, das sag ich doch, ja. Aber es ist halt, Rennstrecke ist geil. Ja. Mit dem richtigen Auto sowieso, ja. Ja. Aber auch mit kleinen Autos hat man Spaß. Ich muss sagen, der alte große Kurs, das war meine Heimat. Das neue, der den habe ich leider nie erfahren. Das ist so geil, wenn ihr es mal seht, guckt euch mal, ich glaube Carrera Cup 91 oder 92, Hockenheim, Alsen gegen Heger, meine ich. Brutal, brutal, mit den alten 64er, super. Gut, zurück zu meiner Liste. Ja. Okay, nehmen wir mal das Thema Porsche. Ich hatte einen Porsche 928. Das ist der mit Frontmotor und Transaxelgetriebe hinten sitzen und so. Den V8 auch? Ja, die waren immer PS. V8. Nee. Nicht? Die ersten hatten weniger. Ach so. Ich meine, die hatten um die 300 oder sogar noch weniger. Und zwar hatte ich, das war die Besonderheit, in absolutem Showroom-Zustand jahrelang
Aber irgendwann habe ich ihn dann doch verkauft. Leider noch zu der Zeit, wo die Dinger nichts wert waren. Heute steigen sie ja so langsam. In Indischrot Okay. mit so Schachbrettmuster, braun innen drin, Stoff. Ganz gruselig. Und ja, und die ersten, die hatten ja auch nicht so die ganzen Aero-Teile dran. Und vor allen Dingen das Lustige war, das war eine von den ersten 100 gebauten Fahrgestellnummern. Also mit Sicherheit heute auch ein Die Sammlerstück. hatten auch so Klappscheinwerfer gehabt und so, Ganz ne? genau. Ja. Ja. Fünfganggetriebe, relativ hakelig von den ersten. Und irgendwann habe ich ihn verkauft, weil ich mir gedacht habe, das wird nichts mehr. Könnte ich mich heute auch ärgern. Weil ich glaube, einen von den ersten 128 zu haben, ist auch schon nicht schlecht. Ja, ich finde so aus der Zeit so die Lenkräder von Porsche gefallen mir nicht. Diese. Mit dem in der Ja, Mitte. ja, Ja, ja. ja, Das ja. gefällt mir Ja, überhaupt nicht. überhaupt So so geil die die. manchmal von außen sind, also das hat mir nie gefallen, die Die Lenkräder. ganzen Schalter und Armaturen auch so neben dem Sitz, um Heckklappe aufzumachen und ja, hinten dieser komische Stofflappen da zum Abdecken vom Kofferraum und das war schon ein kurioses Auto. Und wenn dann so die Lampen vorne hochgingen, Ja, das waren sah so der runde, total ne? Das war ja hässlich nicht, ja, aus. irgendwie so, ne? Keine Ja, Ahnung, ja. auf alle Fälle vom 928er hatte ich alle. Ich hatte dann 928 S hatte ich in dunkelgrün Metallic. Hatten wir mal irgendwo am Arsch der Welt gekauft. Na egal, weiß ich nicht mehr. Dann hatte ich 928 GT und 928 GTS. Das ist der stärkste, Ja, ne? der GT hatte, glaube ich, 320 Und PS der GTS 350 und der oder so. GTS hatte 350. Ja. Also war für damalige Verhältnisse echt gut. Was war das? 5 Liter V8 oder sowas? Ja, ich Irgend weiß gar sowas? nicht mehr, ob die 5 oder Ich. 5,4, ich könnte es dir jetzt nicht mehr Ja. sagen, aber für damalige Verhältnisse, für so einen Semi-Sportwagen mit Automatikgetriebe war das schon richtig gut, außer du hast halt wieder einen gut gemachten so 500e, 6,0 oder sowas, da war es dann auch schon wieder schwer, ne? Aber für damalige Verhältnisse waren das echt krasse Autos. Problem ist halt, wenn da mal was kaputt ist, so Transaxle-Getriebe, kannst du heute echt alles nicht mehr bezahlen. Aber das ist auch so was, wo ich echt immer mal wieder über. Momentan geht es noch. Also, du kannst einen GTS, einen vernünftigen GTS, kannst du, glaube ich, so zwischen 40 und 50 kriegen. Aber es ist halt auch kein Auto, was nach heutigen Ermessen noch vorwärts geht. Ja, Ja, was gut. weiß ich, da übertriebenermaßen, da bist du, wenn du heute einen GTI TCR hast, bist du so auf dem Ja. Level, ja. Also, okay, aber das waren auch Autos. 928er war ich in den 80ern und frühen 90ern großer Fan davon. Kann mich noch erinnern, der GT war weiß und der GTS, da hatte ich sogar den Heckflügel weiß lackiert oder irgendwie sowas. Und was damals schwierig war, das Zeug so zu härten, dass es der Lack und ach, Ja. egal. Und der GTS war, glaube ich, schwarz. Der hatte auch die Kappräder drauf, wie sie der 964er hatte, irgendwie so. Naja, war auf alle Fälle geiles Auto. Dann, was ich auch hatte, und das ist wohl das Auto schlechthin, was ich nie hätte verkaufen dürfen, weil die mittlerweile, selbst wenn sie, wie in meinem Falle, auf einer zeitgenössisch originalen Rohkarosse aufgebaut waren, Höllengeld wert sind. Ich hatte einen 74er 911 RSR Rennwagen. Das war ein geiles Gerät. Die Das ist der, wo Autos. du letztens erzählt hast, dass der im siebenstelligen Bereich Ja, verkauft ja, wurde oder so, ja, ja. ja. Der war, ich glaube, das Auto hat keine 1000 Kilo gewogen. Also, das war wirklich krass, das Ding. Für damalige Verhältnisse. Ja. Ja, heute wärst du Mit mit dem dem Dazu besser. TCR-Rennwagen schneller unterwegs, ja. Mit dem Aber Dazu. diese Autos, diese RSR so leicht. Turbobreit, Riesenflügel drauf und so. Ich hatte damals so Ronal-Felgen drauf. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Ronal-Felgen kenne ich Ja. natürlich. Das war auch für Opel gut. Ne? Auf Manta hat man das auch gern gefahren, glaube ich, diese Ronal-Felgen. Ja, Ne? ja. Ja. Doch, Ja, das kenne ich, also ja. das war eines der Autos, wo ich sage, hätte ich einfach wegstellen müssen. Müsste ich auch schon fast nichts mehr schaffen, wenn ich das Ding Ja. noch hätte. Dann hatte ich die erste Generation 911, also 930 Turbo, das war so Baujahr 76 oder 77. Und zwar war das der allererste, der hatte noch einen etwas anderen Heckflügel, Viergang, und hatte nur 260 PS. Was hat der andere dann gehabt? 300. 300 gehabt. Ja. Und damals, das war so, oh, da hieß immer der Turbo, der Witwenmacher. Ja, Oh, wenn du in der mit Kurve dem Gas gibst erst und der gar Lader nichts und kommt. dann auf Ja, einmal ja, 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 Leistung, ja. ne? Und der war in Weiß, kann ich mich noch erinnern.
Und dann hatte ich auch einen von den letzten 39 Turbos, Baujahr 89, mit Fünfganggetriebe und Werksleistungssteigerung. Der war so dunkelblau metallic und hatte 330 PS. Also für damalige Verhältnisse warst du da fertig mit den Nerven, wie gut das Ding geht. Ja. Heute wird es das wahrscheinlich auch anders sehen. Und der hatte von Blaupunkt den Schwanenhals-Equalizer. Das hast du mir mal erklärt oder Ja, erzählt, ich diesen. weiß nicht, ob das noch jemand kennt, kann er ja in die Kommentare schreiben. Wenn du es heute siehst, wirst du sagen, das Innenleben vom Auto total verunstaltet mit dem Ja. Mist, so ein langer Schwanenhals und oben der Equalizer. Ich glaube, der hatte nur so 5 oder 6 Schieber dran gehabt von Blaupunkt. Aber damals warst du der King. Ja, da war es fast schon so, dass die Leute gesagt haben, okay, nur ein 11 Turbo, aber oh, der Equalizer von Der, Blaupunkt, ja. das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Geil. Von Ruf hatte ich auch mal einen 911er Turbo, aber den fand ich jetzt nicht so prickelnd. Von Den Ruf, ja. habe ich aber nicht mehr so richtig in Erinnerung. Der war dunkelgrün metallic, hatte so die typischen Ruf, diese Felgen, die die damals hatten und diesen komischen Frontspoiler mit der Ölkühlernase und so. Und was ich auch hatte, was zwar nichts Dolles war, aber im Nachhinein vielleicht doch, ein 911 SC. Und zwar hatte den der Emmerling gemacht in Frankfurt. Das war in den 80er Jahren mal ein recht bekannter Porsche-Bastler. Und zwar hat er viel mit Optik gemacht. Das heißt, das Auto war, ich würde mal sagen, für heutige Verhältnisse gecleant. Und der hat am Dach diese Regenrinne entfernt. Okay. Ja? Das heißt also, die Emmerling-Autos, die sahen schon ganz speziell aus, waren 911 SC. Ich glaube, die hatten 204 PS, also. Ja, weißt du selber. Aber optisch war das Ding geil. Das Einzige, was an dem Ding genervt hat, dadurch, dass die Regenrinne weg war, waren die viel lauter vom Ach Windgeräusch. so, ja gut. Ja, aber ich weiß, wird vielleicht heute dem einen oder anderen nichts mehr sagen, aber der Emmerling, der war in den 80er Jahren in Frankfurt auch so eine Adresse für Porsche, ne? Der hat teilweise auch sehr früh schon so seine eigenen Interpretationen von Design und Aerodynamik gemacht, war ganz lustig. Also da war ich auch des öfteren Mal vor Ort Zu damals. Gast. Ja, ich meine, ich hatte sogar noch mal eine andere Karre von dem, kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Dann, was auch mit Sicherheit heute ein Auto wäre, wo du tot umfällst, 911 Turbo 3,6 mit Werksleistungssteigerung. War das dieses Cabrio, was du mal, Nee, das war noch was wo es nur anderes. ganz wenige Ja. von gab, oder? Turbo 3.6 war auch ein krasses Auto. Die hatten 360 PS und ich meine, die Werksleistungssteigerung hatte 400 PS. Und also für damalige Verhältnisse ging der auch vorwärts. Muss allerdings auch sagen, wenn du ihn gequält hast, hat er 4 Schlitter gebraucht. Ja. War das der, der dann hinten so die Flammen Unter rausgeballert anderem, hat? Ja. ja. Und was für mich eigentlich so das Auto schlechthin war, wo ich sagen muss, das ist vielleicht eines der Autos, wo ich heute am meisten bereue, wo ich vielleicht noch Spaß hätte am Fahren. Wir hatten 1991 einen indisch-roten Carrera RS, also 964er. Die hatten zwar nur 260 PS, aber gut, dann hat man die immer auf Cup umgebaut, also Cuprohr rein und ich glaube irgendwie noch leichte Modifikationen an der Software, dann hatten die so 280, 285 PS und das war auch, also es war ich, aber ich muss auch sagen, im Nachhinein, Baureihe 964 ist für mich eigentlich der schönste Porsche. Ja, also ich finde den 993 besser irgendwie, diesen also der sieht fetter aus, finde ich so an sich. Geschmackssache. Ja, klar. Also als GT2 sieht der richtig fett aus, da gebe ich Ja. dir recht. Ja. Aber ich muss ein bisschen einkürzen, weil ich habe so viele Autos auf dem Zettel. Wir können ja, muss ja nicht das Ende sein. Ja, Also, das müssen wir auch nicht 5-mal machen. Was ja. weiß ich. Ich meine, weiß ja gar nicht, wie viele Leute es gibt, die sich da auch begeistern können. Ja. Ach, genau. 944 Turbo Cup, Baujahr 98. Nee, war das 9? Nee. Das muss noch früher gewesen sein. Auf alle Fälle die französische Version, bisschen mehr Leistung wie die Deutschen. Also das war der Vorgänger vom Carrera Cup. Ja. Und
Das Auto bin ich auch renntechnisch eine ganze Zeit gefahren. Und das Lustige war, der Fahrer, der die erste Saison damit gefahren hat für Porsche selber, als das Auto neu war, also in der ersten Saison in Frankreich, der Jean-Pierre Jarier das Auto gefahren. Und der ist ja auch ein relativ bekannter Formel-1-Treter so. Und ja, das Auto hatte ich dann auch mal. Habe ich in Hockenheim zerstört. Ja, wie Ja, mit 260 oder große so, gell? Kurs. Ja. Ja, aber ich meine, das Auto ist sogar wieder aufgebaut worden und fährt jetzt wieder irgendwie. Ist ja mittlerweile auch schon wieder richtig Geld wert. Ja. 944 Turbo Cup. Aber der war auch geil. Und ich muss sagen, als Rennfahrzeug bin ich eigentlich die 944er und die 968er am liebsten gefahren. Also so ein 968er CS oder Turbo S oder sowas oder wie gesagt 944er Turbo Cup, die fand ich viel, viel berechenbarer als 911er. Also mein liebster Rennwagen auf der Rennstrecke war echt der 944 Turbo Cup. Das Auto, Was hatten die an Leistung? ich meine so um die 300 PS. Ja. Also ich glaube, die normalen, die deutschen Cup-Autos hatten so 250 oder so und die französischen hatten 280 oder 3, ich weiß es nicht mehr genau. War auch immer davon abhängig, also wenn es sehr heiß war, war eher schlecht. Ja. Am besten immer morgens kühl und noch so ein Ja. bisschen feucht. Dann hat er, hast du Richtig. gemerkt, jetzt hat er Leistung. Ja. Aber wenn du dann so, was weiß ich, Hockenheim, Nachmittag, 16 Uhr, Hochsommer, Juli, Ja. hast du gemerkt, was weiß ich, da waren wahrscheinlich noch 230 PS, wenn es hochkam oder Ja. so, ja. Aber war geiles Auto. Ich mache den Schwenk zu BMW. Ja. M535i E12. Ganz geile Karre. Das sagt mir gar nichts, muss ich Das sagen. ist also noch der Vorgänger vom E28. Ja, den kenne ich, Der ja. sieht, sagen wir mal, ähnlich aus, hat aber noch kleinere Heckleuchten. Den gab es so als 35i mit so ein bisschen dezent Spoiler und Felgen von BMW. War eine geile Karre. Kann ich mich Was noch war ganz grau der dran erinnern? 35i, war das ein V8 dann? Nee, das war eine Oder Sechszylinder-Reihe. Sechszylinder-Reihe, also. Ich meine, die hatten so um die 200 PS oder so. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Aber der ist mir auch in guter Erinnerung geblieben. Dann E5, M5 E28 hatte ich. Das ist 340 PS oder? 286. 286. Ach nee, dann bin ich schon Der beim. erste M5 quasi. Ja. Habe ich aber nicht mehr so großartige Erinnerungen dran. Dann hatte ich M3 Cecotto und M3 Evolution. Also E30. Ja, den Ja. M3 Evolution hatte ich wie gesagt im Werk noch umbauen lassen mit DTM-adäquaten Accessoires und Motor. Das war eine recht lustige Sache. Da kam es auch immer vom Werk zu meinem BMW-Händler, wenn Service war und so. Ja. Damals war BMW M noch sehr Volksnah. volksnah, Ja. wahrscheinlich, da fing auch gerade so das Ganze an mit DTM und so. Und du hattest noch die Durchwahl gehabt, so ein Ja, Paul Roche oder so. das nicht, aber Ja. du konntest echt noch bei BMW M anrufen, wenn irgendwas war. Und irgendwas war da immer, weil das war also so ein Empfindlicher. Der hat schon hier und da mal gehustet und Ja. auch dieses Synchronisation von diesen Einzeldrosseln und so, das war nicht ganz so. Hattest du nicht einen gehabt, der in Linkskurven immer ausgegangen ist? Ja, das war aber keiner von den beiden. Ach Wie so, ja. gesagt, Ja. ja, ich weiß, ich hatte viele Autos. Ich hatte einen schwarzen M3, einer von den allerersten M3s, die überhaupt ausgeliefert wurden in Deutschland. Wenn du an der Ampel links abgebogen bist, ist das Ding ausgegangen. Die haben das nicht gefunden bei BMW und haben das Auto zurückgenommen. Hast du einen komplett neuen bekommen, oder? Nein, ich habe mir dann, das ist der nächste hier auf der Liste, den ich drauf habe, ich habe mir dann einen 57iL Highline gekauft. Das teuerste BMW-Auto wahrscheinlich damals, ja? Das weiß ich nicht, aber das war tatsächlich langer Radstand. 57i, klar, mit diesen hässlichen Kanaldeckelfelgen. Aber Rollos hinten an den Seitenfenster, hinten Fernbedienung für die vorderen Sitze, hinten Fernbedienung fürs Radio, war irgendwie Becker Mexiko oder sowas, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Das Auto hatte einen Kühlschrank hinten, hatte Tische in den Rückenlehnen, Ja. hatte einen Kasten für Gläser. Also war Heilein, schon geil. Das Einzige, die hatten bei den allerersten hatten sie es irgendwie so mit der Bremse noch nicht im Griff. Also ich glaube, alle 10.000 Kilometer war Bremse fällig. ja. Okay, krass. Und was auch war, es waren ständig Rückrufaktionen. Also das Auto war ständig bei BMW wegen irgendeiner Kacke.
Da fing das so an, so mit Updates und Software und solchen Sachen, vermutlich, sage ich mal. Aber da waren ständig irgendwelche Rückrufaktionen. Aber das war in der damaligen Zeit auch ein Hingucker. Ein Auto also für 80er Jahre war der so overdosed, was du hinten elektrische Sitze und lauter so und Büffelleder, ja. Ja, geil. Büffelleder weiß ich noch, das war so grobes, vernarbtes Leder, ne? Und Wurzelholz, ja. Also der war auch richtig krass. Da war ich noch, da war ich, wir haben in der Hannover Messe ausgestellt damals und da war ich mit dem Ding nach Hannover gefahren. Natürlich kein Hotelzimmer, sondern heimgefahren, weil man hat ja ein schnelles Auto, Autobahn war frei. Und da kann ich mich auch noch erinnern, dass da immer viel Interesse war an der Karre. Das war auch lustig. Dann M5 hatte ich, will nicht sagen unzählige, aber einige. Da will ich nur herausheben den M5 Winkelhock. Das war ein Leichtbau, würde ich mal sagen. Also so ein bisschen so à la Clubsport. Hatte 315 PS, den 3,6er. Hatte so Schalensitze, rote Gurte, Alcantara-Lenkrad und auch so kaum Ausstattung. Ich glaube mal, wenn man so ein Ding heute hätte, wäre auch schon Geld wert. Also man kann eigentlich sagen, du warst mal früher ein richtiger BMW-Fanboy gewesen, Ja, oder? ja, Ja. ja, ja, ja. Also mehr als Mercedes zugetan oder so, Und würde ja, ich jetzt und mal um es sagen. abzurunden, weil ich Ja. damals auch ein guter Kunde war bei BMW, als der Z1 rauskam, kam man auch auf mich zu und hat gesagt, ich könnte kriegen. Ja. Was damals, der war ja anfänglich erst streng limitiert, hinterher haben sie dann doch mehr gebaut. So, und dann habe ich mir damals zwei Z1 gekauft, Mit den Türen, die so mit diesen reinfahren. elektrischen Türen. Der erste, das war ein roter mit so Alcantara oder Teilleder schwarz. Den habe ich gar nicht bekommen. Den habe ich einfach nur den Vertrag weiterverkauft. Ach so, Mit okay. horrend, das war damals horrend viel mehr Geld. Ich müsste lügen. Aber ich meine, das waren 30.000, 40.000 Mark. Ja. Bei Ferraris war das übrigens auch ähnlich. Den 328 habe ich teurer in Zahlung gegeben, als ich ihn neu gekauft habe. Ja. Ja. Und dann habe ich mir. Und das war ein Fehler, weil der stand dann wie Blei. Dann habe ich den zweiten Z1, den hatte ich in so einem grünen Metallic mit so zitronengelbem Teilleder und Stoff. Und das war eine Kombi, die war schwierig zu verkaufen. Und das Auto hat ein unrühmliches Ende genommen, weil ein Mitarbeiter von uns hatte sich das Ding mit heimgenommen und hat ihn platt gefahren, komplett. Komplett. Ja. Ja, und dann Versicherung oder Ja, so? nee, Versicherung nicht, weil der hatte, glaube ich, was genommen oder was getrunken. Irgendwie Oh so war. nein. Also Die Geschichten, war Totalverlust. Also ja. der Gewinn vom Roten Weg. war vielfach zerstört durch den Grünen. Ja. Schall. Verdammt. So viel zum Thema Z1. Ja. Zu der damaligen Zeit hatte ich auch immer in der Halle stehen, wie hieß denn dieses BMW-Motorrad? K1. Ja. Da hat einen Kumpel von mir gehabt. Das war damals, wenn es heute siehst, sieht es ja ein bisschen komisch aus, ne? Aber Ja, also damals eine K1, das war auch ein generell richtig finde ich BMW-Motorräder krasser Styler. bis auf jetzt die S1000 RR nicht so meins, ja. Und was ich auch noch erwähnen will zum Thema BMW 635 CSI. Also den letzten, Das ist was doch war das für ein Baujahr? Also auch 8,80 Meter. ich meine so 88 war das, Ja. in Delfin Metallic, das war so ein Anthrazit. Geschaltet, meine ich. Fünfgang und so Spoilerchens dran und BBS-Felgen mit Michelin TRX-Reifen waren immer Gruselreifen, haben immer Abrollgeräusche gemacht, habe ich gehasst, aber war häufig auf BMW drauf, Ja. TRX zur damaligen Zeit. Aber das war auch ein schickes Auto, muss ich sagen. Der war auch schön. Ja, glaube ich. Ja. Also ist heute auch viel wert, glaube ich, so ein Ding. Ja. Also wenn ich auch mal gucke, wie 8er BMW hast du auch gehabt, nehme ich an, ja. Ja. Wie so ein 850i Ich aktuell muss sagen, gehandelt. Naja, nein. wie so ein 850i aktuell gehandelt wird. Also vor 10 Jahren oder noch länger, vor 15 Jahren hast du die für 4.000 € bekommen oder so. Ja, Und jetzt heute gute kosten 20, schon wieder ein 30er, 30.000, die ja. locker, ja. Die Und da würde ich auch Zwölfzylinder, sagen, eher ein ja. 40i Ja, kaufen. Fahren viel hast du ja schon besser. beim 7er gesagt von Ja, Dominik, ja. ne? 47i ist besser als 50i, ne? Und da Ja. muss ich jetzt mal in die Regie sagen: 635 CSI, da waren wir in Frankfurt in der Festhalle, Depeche Mode Konzert. Und der Rambo hat im Auto geschlafen.
Der Hund, ja. Ja, der ist Auto bewacht, ja. Der böse Frankfurt. Hauptstadt des Verbrechens, ne? Das war ein White Dog. Ja. Gut, Thema Mercedes. Gab's auch, ja. W126 380 SEC in Silbermetallic mit blauem Velour. Das ist eine Kombination, gell? Das Auto, das Auto fuhr sich eigentlich echt gut. Ja. Und das Lustige an dem Auto war, das habe ich gekauft vom Gerhard Meyer-Vorfelder. Der ehemalige DFB-Präsident, ja. VfB Stuttgart-Präsident und ja. Finanzminister von irgendeinem Bundesland. Ja, 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 ja. Soll ja auch... Ah, darf ich jetzt nicht sagen? Ja. Lassen wir das, ja. Ah. Ja. Ja, auf alle Fälle... Das Ding hatte ich und ich hatte auch einen 560 SEC vom 126er. Boah, die sind auch, glaube ich, teuer mittlerweile. Ja, die fand ich auch geil zu fahren. Dann hatte ich einen 560 SEL. SEL, ja. Da war es wichtig ohne Cut, weil die hatten mehr, ich glaube, die hatten 15 oder 20 mehr PS. Ja. Und die gingen deutlich besser, deutlich. Dann, was auch ein krankes Gerät war, ein W124er von Brabus mit 6,5 Liter V8. Da war das Krasse, die hatten zur damaligen Zeit so kein ASR und nichts. Ne? Das heißt, das Ding hatte richtig Drehmoment für damalige Verhältnisse. Wenn 6,5 du da Liter, auf nasser Fahrbahn ja. war das Auto eine tödliche Waffe. Da war unser M5 Competition Kindergeburtstag dagegen. Ja. Ja? Es war übrigens mein einziger Brabus. Also so die Grundidee fand ich gut, dass die so kranke Motoren, also da bin ich damals drauf gekommen, nachdem ich so diese Prototypen gekauft hatte und dann so, so zwei, ja. drei Jahre später fing Brabus an, sowas in der Art zu bauen, so Sachen. Und wie gesagt, dieser 124er, der war krass. Dann W140 hatte ich einen 600 SEL. Oh, das ist diese hässliche S-Klasse. Ja, dieses 12-Zylinder-Ding mit den Peilstäben hinten zum Einparken. Also bei uns in der Gegend steht noch so einer. In ja. so einem hässlichen, hellen Dings, wo steht hinten fett V12 ja, drauf. Ja, ja, ja. Das Ding sieht der schon so unsportlich alles. Aus. Alles. Zuziehhilfe, ja. Tod und Teufel. Der hat auch gesoffen wie ein Loch. Ja, das glaube ich. Ja, aber ich weiß gar nicht mehr. Was, ja, habe ich auch vergessen. Egal. Dann möchte ich noch bei Mercedes erwähnen, 190e 2,316V hatte ich. Ja. Und 190e 2,516V. Aber keine Evolutions, nur ja. die normalen. Aber Evo hast du auch mal gehabt? Oder die Mercedes, diese teuren DTM-Renner? Nee, hatte ich nicht. Ah, okay. Sag ich ja gerade. Ich weiß noch, der 2,3er, der war in Rauchsilber. Das war so ein, so fast so ein Gold. Das war so eine Scheißfarbe. Und der 2,516V, der war in Schwarz. Kann ich mich noch erinnern. Ja. Und diese, die, nochmal auf die Evo, die haben dich nicht so interessiert, oder was? Die, also der Konkurrent zum M3 damals, sag ich mal. Also es ist eines der wenigen Autos, die an mir vorbeigehen. Ich meine, ich hatte hinterher, weißt ja, jetzt hier zu TPM-Zeiten hatten wir noch SL63, ja, CLS55. Ja, ja, ja. Hatten wir einige Benz. Ich hatte auch mal einen C36 und einen C43. Die und 202. Ja, wir wollten uns ja heute mal auf die Autos beschränken, ja, der 80er Jahre und frühen 90er Jahre. Da ist das, was ich jetzt das von Mercedes noch im Kopf habe. Und dann sind wir noch bei Audi und dann bin ich eigentlich auch schon durch. Ja. Ja. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich schon auf der Ja, 1,25. Naja, passt ja. Ja. Haben wir das Thema mal durch, ja. dann können die Leute sagen, okay, jetzt wissen wir, was der alles schon so für Autos hatte. Und Fragen, hast du den vielleicht gehabt? Ja, ja. Es waren noch viele mehr. Und wer es nicht glaubt, der soll es nicht glauben. Ja. ja, Thema Audi. Was mir sehr gut hängen geblieben ist, den fand ich geil. Audi 80 RS2 Avant. Oh ja, auch das gut. War, der wurde, glaube ich, bei Porsche gebaut oder ja. entmontiert. Oh, der hatte vom Porsche die Felgen drauf ja. und hatte so einen 5-Zylinder, ich meine mit 315 PS. Ja, die sind so gesucht, also die sind so teuer auch mittlerweile. Aber die sind alle verbastelt und ja. vertunt. Wenn du so ein Ding findest in gutem Originalzustand. Hat nicht dieser OK-Chip-Tuning so einen getunten oder war das ein S2 gewesen? Okay, Chip-Tuning weigere ich mich zu kennen. Ja, okay. Aber der SMS Konrad Schmidt, ehemalige Rennwagenschmiede,
Der hat ja auch einen YouTube-Kanal, der noch seltener geklickt wird wie unserer. Ja. Der hat, glaube ich, so ein paar Restaurationsschritte von einem RS2 drin, von einem Ja. roten. Sehr interessant. Also, das war ein Auto, das ist mir bei Audi stark hängen geblieben. Dann S2 Coupé Quattro, fand ich auch immer gut. War ein spaßiges Auto, konnte man auch richtig schön tunen. Dann hatte ich mittlerweile auch schon eine Seltenheit 200 Quattro 20V. Ich würde sagen, das war der Vorgänger vom Audi V8. Der hatte wie gesagt, diesen 5-Zylinder, ich meine mit 220 PS. War quasi so ein aufgepumpter Audi 100. Chefin hat immer gemeckert, wie ich diese hässlichen Audis gut finden könnte. Die wären so scheiße, kann ich mich Also noch ich erinnern. muss sagen, diese Baujahre oder da Audi fand ich auch relativ gruselig, Also ja. der Piëch hat Also schon viel dafür getan, dass Audi sich weiterentwickelt ja, auf hat. jeden Fall. Also für mich war das immer so. Ja, also total. Also gut, so S2 und sowas, das, oder dieser Quattro, Urquattro, was weiß ich, das ist schon okay, aber die anderen, das ist auch so, ja, nicht so meins gewesen. Dann, was ich noch erwähnenswert finde, weil ich glaube, da gab es auch nicht so viele von, Audi V8 lang. Das sind die, wo du gesagt hast, die haben sich echt gut wieder verkauft oder so, ja. Ey, wie geschnitten Brot. An irgendwelche Schweden und was Ja, weiß ja, ich, ja. gell. Also da habe ich auch diverse von gehabt. Die gab es erst mit 3,6 Litern, dann mit 4,2. 4,2 hatte 280 PS. Aber diese ersten 4,2er, den gab es dann auch im Audi 100 S4. 4,2. Die waren nicht so der Burner. Okay. Also die waren nur auf dem Papier hot, aber in Wirklichkeit nicht Schrott. so. Ja, kein Schrott, aber ja. Ja, und was ich Nicht auch so noch hot. hatte, ein Audi S6 Plus. S6 Plus. Das war quasi noch diese erste Generation Audi 100, die sich dann A6 nannte und S. Ja. Also das war ja das gleiche Auto, es wurde nur umbenannt von Audi 100 auf A6. Ah, okay, ja. Ja. Und da gab es, wie gesagt, diesen S6 Plus, das war dieser 4.2er, der hatte irgendwie noch mal ein paar PS mehr, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Und der war auch in diesem klassischen RS Blau von Audi. Das war damals auch ein Auto, wo ich sagen muss, fand ich damals cool irgendwie. S6 Plus. Ja. Audi 100, also ja. Das kann aber auch schon sein, dass das schon Mitte der 90er war. Ja. Möglicherweise habe ich hier bei ein, zwei Autos, habe ich die falsch eindatiert im Kopf. Naja, egal. Ich will ja nicht zu sehr in die Gegenwart kommen und so, sondern es ging ja mal darum, 80er Jahre und frühe 90er Jahre. Und das waren so die Autos, die mir tatsächlich hängen geblieben sind und wo ich so bei einigen denke, hättest du mal besser behalten, Dummbeutel. Ja, das sind viele, das sind ja Werte teilweise, ne? Also brutal. Ja, ich meine, mir fallen jetzt auch noch ein, irgendwie Pirelli GTI hatte ich und ich glaube, es gab auch mal irgendwie so ein Golf GTI Etienne Aigner oder irgend sowas, Sondermodell oder Okay. was weiß ich, ein Scirocco White Rabbit oder White irgendwie. Rabbit. Ach, ich weiß es nicht, aber das sind so Autos, die habe ich inzwischen schon verdrängt. Ja. Aber das, was ich hier so heute erzählt habe, Deine Highlights. das war die Essenz. Oder das, was halt noch so hängen geblieben ist. Ne? Ja, und War schöne dabei, ja. da muss ich tatsächlich auch sagen, also ich glaube, es gibt wenige bescheuerte Vollidioten auf dieser Welt oder sagen wir mal in Deutschland, die tatsächlich so viele Autos gehabt haben. Ja, das war früher. Rein, raus, rein, raus. Auto, kaum war ein Auto gekauft, schon ging es wieder los. Ach, was könnte man sich mal kaufen? Ach, scheiße, ich muss den wieder inserieren, ja. Ja. Das war. Und sag mal so, das hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt, weil bei der Tunerei war das eigentlich hilfreich, dass man quasi schon so eine Art, ja, ich will nicht sagen Autohandel betrieben hat, aber Ja. dass man sich zu helfen wusste, wo kriegt man Auto her, wie Ja, kriegt ja, man es ja. wieder los. Ja. Wobei, ich kann mich erinnern, in unserem SRT, Grand Cherokee Video, das inzwischen auch 40.000 Aufrufe Ja. oder so hat, da habe ich ja damals gejammert vor 4 Jahren, ich weiß nicht, wann wir das Ja. gemacht hatten, dass ich gesagt habe, das funktioniert nicht mehr mit dem Testauto kaufen und Ja. verkaufen, die Zeiten sind rum. Und so ist es ja heute auch. Also, wenn ich es noch könnte, würde ich eigentlich auch jeden Monat zwei, drei neue Autos an den Start bringen. Aber das Problem ist, es funktioniert nicht mehr, weil du die Karren nicht mehr Kannst verkauft nicht mehr kriegst. verkaufen, ne? Ja, und die Autos, sagen wir mal, die mich jetzt interessieren, das sind auch meistens so
so keine Autos, die sich aktuell noch gut verkaufen lassen. Weil mich interessieren halt schon auch nur Autos, die so ein bisschen gehen. Ne? Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, ein ID.4 oder ein Ja. Tesla Model 3 ist halt ungeil, in meinen Augen. I Yes. agree. Ja, das war jetzt, jetzt habe ich mich mal hier geoutet mit meinen Autos. Können die Leute jetzt von halten, was sie wollen? Ich denke, die es gucken, finden es gut Aber ich habe es und echt, wollen mehr. ich habe es Ja. echt noch in guter Erinnerung. Und ich glaube, wenn ich heute so vor der Wahl stünde, zu sagen, war es besser, diese ganzen Erfahrungen gemacht zu haben und vielleicht dadurch auch viel Geld verrudert zu haben, oder wäre es besser, heute zu sagen, Besser nicht gekauft. besser nicht gekauft und ein paar Euro mehr, muss ich sagen, das sind so geile Eindrücke gewesen, die möchte ich nicht missen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass heute die Jungen oder die Generationen, die nach uns kommen, sowas überhaupt noch mal erleben könnten. Weil die Zeit ist rum, Ja. die geilen Benziner sind vorbei und ich glaube, du wirst auch nicht mehr, oder du wirst in seltensten Fällen noch irgendwie so in den Genuss kommen, dass du dein Hobby zum Beruf machst und quasi irgendwie davon leben kannst, dass du geile Autos kaufen kannst, verkaufen kannst, tunen kannst, so. Das entwickelt sich Ja, weg davon. War das nicht auch der noch so ist auf deinem rum. Zettel, dass du irgendwie Ja, sagtest, Tuning-Treffen? Niedergang der Tuning-Szene und sowas, ne? Und Ja. ja, Tuning-Treffen allgemein. Also hier im Rhein-Main-Gebiet, keine Ahnung. Wir könnten mir ja mal schreiben, ob noch irgendwo was geht. Ich sag mal, jetzt während Corona wahrscheinlich eh nicht. Aber Ja, aber auch schon ja, also vorher. früher, Also. ja, es war auch schon vorher nichts gewesen. Also was weiß ich. Früher da in Weiterstadt am Leys oder an der Hanauer in Frankfurt und so, da ging immer was. Was weiß ich, teilweise auch Helvetia Park in, ne? Gäre. Ja, doch, da. Aber es ist alles irgendwie, ja, alles eingeschlafen. Also du siehst auch noch kaum irgendwie, sagen wir mal, jüngere Leute, die irgendwie mal getunte Autos fahren oder die mal irgendwie auch mal, ja, keine Ahnung, ist alles, hat sich alles so verändert. Und das sage ich jetzt schon, weißt du? Also, wie Ja. muss es aus deiner Sicht dann sein, wenn du auch hier mit den Autos. Also Also ich war ja nie so ein Szenegänger, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass irgendwie, als wäre die Luft ja, raus. total. Also, auch der Tuning-Markt an sich wissen wir ja selbst, aber egal was es ist, egal wo du hinguckst, das ist alles. Ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist so ganz früher, wie selbst vor 10 Jahren war noch viel, viel mehr gewesen. Also da war das noch, ja, da hast du noch Bock drauf. Freitags Also, abends, wo fährst du hin, ne? ich weiß auch eigentlich nicht, ist es jetzt wegen Corona Nee, nur? nein, nein, nein. Oder, nein, nein, ich meine jetzt auch so für uns, weißt du, ich Ach denke so, mir, ja. sollte es einen danach mal geben, und ich glaube mittlerweile nicht mehr dran, dass es ihn Ja, danach gibt, ja, schwierig. ich glaube, das ist alles tot, das ist alles rum. Also, ob man davon noch mal ein paar Jahre irgendwie vernünftig leben kann, da habe ich fast Zweifel. Ja. Und ich bin auch überzeugt davon, haben wir gerade vorhin diskutiert, wir werden vor der Bundestagswahl oder sagen wir mal maximal kurz vor der Bundestagswahl erst aus dem Lockdown rauskommen. Weil die können sich's gar nicht mehr leisten, uns rauszulassen. Aber dann Weil sehen, dann was alles kaputt ist, würde ne? das Elend offensichtlich werden. Und wenn mal quasi die Insolvenzanmeldepflicht wieder erhoben wird, dann werden wir erstmal sehen, was hier für ein Elend ist. Und man darf eins nicht verkennen: viele kleine Gewerbetreibende, die melden ja, also Insolvenz anmelden, ist ja was zum Beispiel für Kapitalgesellschaften, für eine GmbH. Wenn du ein Gewerbe hast und es geht nichts mehr, dann musst du keine Insolvenz, dann machst du vielleicht Privatinsolvenz oder Ja. so, ja. Also, weil wenn ich hier sehe, wenn ich durch den Odenwald fahre, ey, massig Kneipen, Gaststätten, ja. Kneipen, Restaurants. wie nennt sich das, wo man drin übernacht, also nicht Hotels, sondern Ja, so Hostels. Pensionen, Pension, genau, Pension, ja. ja, so für Wanderer und so. Ey, wenn du siehst, wie tot das da alles aussieht und wie leer das aussieht, ob sich das nochmal wiederbelebt, da habe ich größte Zweifel. Und ich muss auch sagen, der ein oder andere fragt ja, das hatten wir schon ein paar Mal in Ross, warum ich eigentlich auf Tuning-Patrioten schon so lang. Ja, es gibt nichts Neues, ne? Nein, es Ja. ist einfach im Prinzip alles, was ich da gesagt habe,
stehe ich heute auch noch dazu. Und ich würde auch sagen, die meisten Sachen erfüllen sich leider auch so. Mir wäre es lieber gewesen, es kommt besser, aber in vielen Sachen kommt es schlechter. Aber was weiß ich, noch eine 50. Wiederholung. Ich weiß nicht, warum die Leute nicht verstehen wollen, was es mit dem PCR-Test auf sich hat und mit den Schnelltests und wie das funktioniert. Das kann auch ein Doofe verstehen eigentlich, ja. Oder sagen wir mal, so viele Zusammenhänge. Oder wenn ich jetzt auch sehe, dieser Aufschrei unter den Gutmenschen, weil sich jetzt mal ein paar Schauspieler für eine halbe Stunde rausgetraut haben und jetzt schon wieder alle einknicken. Coole Aktion auf jeden Fall, ja. Da muss ich sagen, also ich habe versucht, meinen Standpunkt klar zu machen. Und ich habe auch auf Facebook gehashtaggt, da mache ich nicht mit. Ja. Aber neben dem, was ich da auf Tuning Patrioten so gesagt habe, ich könnte es jetzt nochmal wiederholen. Ich meine, vielleicht platzt mir auch mal wieder so der Kragen mit irgendwas, dass ich was mache. Aber im Prinzip, die Fakten sind alle auf dem Tisch. Der letzte Doofmann kann erkennen, dass hier irgendwas abgeht, was nichts mit krank zu tun hat. Ja, aber offensichtlich wollen es die Leute nicht erkennen. Oder aber der Großteil derer fühlt sich in diesem sozialen Konstrukt aus. Ich meine, es glaubt ja niemand von den Kurzarbeitern, dass er arbeitslos ist. Aber im Prinzip kannst du ja sagen, eigentlich sind die alle arbeitslos. Oder wie einem diese ganzen Politdarsteller, der Wirtschaftsminister, was für eine Fehlbesetzung. Kein Arbeitsplatz geht verloren, bla bla bla. Ja, ey, es ist zu dem Thema wirklich alles gesagt. Brauchen wir jetzt nicht nochmal anfangen. Ja, und du kannst dran verzweifeln. Das Einzige, was du machen kannst, ist ein Maximum an Widerstand leisten. Ja, so viel wie es geht boykottieren, keinesfalls testen lassen. Ja, das ist auch sowas, dass diese Irren das nicht kapieren. Der Käse hört erst auf, wenn sich die Leute nicht mehr testen lassen. Vorher finden die immer wieder Leute für ihre Inzidenzopfer. Ja. Aber da erzähle ich dann doch lieber, wie ich 1983 im Auto gefahren bin. Was gemacht hast, ne? Ja. Was Schönes, ja. Ja, ich weiß, ich hatte ja auch irgendwie immer so die Hoffnung, dass ich dachte, ach, von Telegram oder von Tuning Patrioten, das wird dann mehr oder da kannst du die Leute irgendwie motivieren. Erreichen, ja. Aber weißt du, in Berlin wird ein Gesetz verabschiedet, was uns in die Diktatur stürzt, was dieser widerwärtigen Osttruller-Apparatschik-Kommunisten-Diktatorin Merkel Macht in die Hände spielt, die man ihr nicht geben darf. Und was sind da 8000 Leute, die demonstrieren? Ja. Ja, wenn hier irgendwie Fußball, irgendeine Superliga geplant wird, da können sie alle schreien und machen. Ja? Wenn wir aber eingesperrt ins Joch gequält, geklemmt werden und sich quasi diese widerliche Person als Diktatorin erhebt, das stört keinen. Och super, auch Ausgangssperre. Wobei, weißt du, man sollte tatsächlich mal eine Anfrage stellen, wenn man ja nachts nicht mehr fahren darf, ob man dann irgendwie einen Teil der Kfz-Steuer erstattet bekommt. Hat sie das geschickt? Ja. Diesen Wisch, wo er dann sagt, ja, ich hätte gern Saisonkennzeichen, 22 bis 5 Uhr dann nicht, weißt du so. Ja. Ja, genau. Ja, ist wirklich wahr. Ja, natürlich. Ey, es hätte dir mal vor 2 Jahren jemand erzählen sollen, welche Einschränkungen die Leute heute als gegeben hinnehmen. Also ich sag mal, ich ja nicht, ja, aber hilft ja nichts, dass ich mich ständig dagegen wende. Naja. Tja, das waren jetzt 1 Stunde und 40 Minuten. Ja, oh. Noch länger? Noch länger war es nicht. Viele werden auch sagen, wie langweilig erzählt der alte Zausel über seine blöden Autos. Aber da es häufig gefragt wurde, jetzt habt ihr mal die Packung bekommen. Ja, richtig. Das nennst du dann auch 80er, 90er Autospecial oder irgendwas vielleicht. Ja, genau. Dass die Leute vorgewarnt sind. Gut, der eine oder andere ist halt Autoscooter gefahren und ich bin halt Auto gefahren. Richtig Auto gefahren, ne? Ja. Ja. Ja, wolltest du noch was? Ja, ich denke, den Zeitrahmen haben wir jetzt gesprengt. Ja, das sowieso. Und die paar Themen, die ich noch habe, die sind auch nächstes Mal noch aktuell. Also von daher. Mal gucken, welche Einschränkungen bis dahin wieder dazu kommen. Genau, da müssen wir mal schauen, wie es dann ist.
So in einem guten Monat, schätze ich mal. Ja, wir weißt zusammen. Du noch, das letzte Mal haben wir gesagt, oh, wenn wir das nächste Raum machen, dann haben wir vielleicht schon ja, Ausgangssperre. Ja, und jetzt haben wir es tatsächlich, ja. Oh Mann, oh Mann. Bundesweit. Ach, Krass. ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ganz genau. Sind wir durch. Danke fürs Zusehen. Wer bis dahin durchgehalten hat, bis zum wagt nächsten. Euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Like da lassen, Kanal abonnieren. So. Genau. Und Zockenheim-Video gucken. Ja, genau. Hier, ne? Ihr wisst Bescheid. Also, bis dahin.